Machen wir weiter. Ich freue mich übrigens außerordentlich, Harald hier wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Gut, also Top 1, wir haben drei nicht öffentliche Teile. Es geht um die Präsentation, um eine Personalie und um eine Kommission. Gibt es Fragen zu einem der drei nicht öffentlichen Teile oder Anmerkungen? Daniel. Ja, gibt es. Ich greife die Fragen vielleicht von der, wir haben auf der internen Mailingliste ist dazu schon einiges ja geschrieben worden. Das weiß jetzt natürlich der geneigte Zuseher im Stream nicht. Das macht aber nichts. Ich würde gerne zwei Fragen stellen. Erstens, ob die Präsentation gegebenenfalls auch öffentlich stattfinden kann. Und zweitens, wenn sie denn nicht öffentlich stattfinden kann, ob es gegebenenfalls davon eine Aufzeichnung wird, dass alle Mitarbeiter, die sich im Nachhinein dann noch anschauen können. Möchte einer von euch was sagen? Also außerdem sieht das für mich sehr aus, als ob da eine Aufzeichnung geplant ist, aber... Nur die Aufzeichnung reicht ja nicht aus. Wir sollten auch festlegen, dass wir befugt sind, dieses Material intern an Mitarbeiter weiterzugeben. Weil das ist ja auch so eine rechtliche Sache. Also ich meine es nicht nur aufzeichnen, sondern auch angucken. Ja, also ich erinnere mich an eine Klausur, wo MDLs gesagt hatten, wir reden aber über die Ergebnisse mit niemandem. Und dann erst mal zwei Wochen diskutiert hatten, ob sie mit Mitarbeitern darüber reden können. Daraus lerne ich. Lasst uns bitte vorher festlegen, wir dürfen es aufzeichnen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Stimmt, das haben vom Zeitablauf nur die Referenten noch getoppt, ja. Ja, können wir so verfahren, aber ist abgesprochen, weil es halt, das werden die ja bestätigen können, die die Gespräche geführt haben, sensible Gespräche, sind die selbst unter der Zusicherung der Vertraulichkeit geführt wurden und hier bei der Ergebnispräsentation halt auch sensibel gehandhabt werden. Insofern war dann auch vereinbart, das fraktionsöffentlich durchzuführen und dann spricht nichts dagegen, dass den Fraktionsmitarbeitern dann auch dieses Material dann zur Verfügung gestellt wird, aber eben nicht komplett öffentlich. Wenn das jetzt so okay ist, würde ich das gerne abstimmen. Daniel? Ja, ich habe noch mir ist noch was Ergänzendes eingefallen dazu. Also erstens, ich glaube, gefühlt finde ich das nicht gut. Ich fände es, glaube ich, gut, wenn das öffentlich wäre. Und zweitens, und das hatte ich gerade vergessen, gab es ja dann noch die Diskussion, dass wir es jetzt gerade relativ stark eindampfen, also eine geplante Präsentation von 3 bis 4 Stunden. Jetzt, so ist mein Informationsstand, auf circa 2 Stunden eindampfen wollen. Wie soll ich sagen? Ingo hatte eine schöne Mail dazu geschickt. Also ich finde das irgendwie blöd. Ja? Und würde vielleicht gern ausführlich die Informationen hören. Aber möglicherweise bin ich auch alleine damit, dann schließe ich mich natürlich der schweigenden Mehrheit an. Das möchte ich gerne was zu sagen. Es war zwingend notwendig, dass wir vor der GfK noch eine Präsentation bekommen. Und es gab wirklich keinen Termin. Der Olli hat sich sonst was aufgerissen, um zu gucken und weiß ich nicht. Wenn wir es in die sitzungsfreie Zeit gelegt hätten, dann hätten wieder 5 Mann geschrien, nee, da habe ich aber Ferien und da kann ich sowieso nicht. Und an dem Freitag haben auch schon 5 Mann gesagt, sie können nicht. Es gab keinen anderen Termin. Da aber das Ganze auch GfK begleitend sein wird, bin ich sicher, dass wenn wir heute nur 2 Stunden Präsentation haben, eine Fülle an Informationen uns dann auch weiterhin in der GfK von dem Team zur Verfügung gestellt wird. Moni. Mir ist immer noch nicht klar, was ist denn jetzt mit diesem Freitag? Ich habe mir diese Umfrage angeguckt, da haben jetzt 4 oder 5 Leute teilgenommen. Da steht ein Ablaufdatum Donnerstagabend 18 Uhr drin, wo wir uns entscheiden sollen, ob Freitag diese Sitzung hier stattfindet. Ich habe das irgendwie nicht kapiert. Ich würde einfach gerne wissen, ob das jetzt entschieden ist, dass Freitag was stattfindet oder ob diese Umfrage noch gilt oder was jetzt eigentlich Sache ist. Daniel? Das ist auch eine ganz spannende Frage, weiß ich nicht. Ich möchte aber noch mal anknüpfen an meine Frage von gerade oder an
zwei Fragen. Zum einen, ob den Status der Öffentlichkeit dieser Präsentation, ob das alle so sehen, dass das halt nur fraktionsöffentlich ist. Wie gesagt, schließe ich mich der Mehrheit natürlich an. Und zweitens, was eben diesen eingeschränkten Zeitraum angeht, ob wir das wirklich gut finden. Also ich mache es dann mal ganz konkret. Ich stelle den Antrag, das heute von der Tagesordnung zu nehmen, weil wir heute offenbar nicht dafür die Zeit haben, das in dem Rahmen zu behandeln, wie das Team Steffenhagen das gerne möchte. Grumpy? Ganz kurz die Anmerkung. Vor der GfK brauchen wir natürlich die Information. Sozusagen Rohdaten immer rauszugeben, ist das eine, aber vielleicht dann sozusagen ein Exzerpt. Das Team Steffenhagen kann ja auch noch im Prinzip ein öffentliches Exzerpt bauen oder die Presseabteilung, wie auch immer. Ich hätte ehrlich gesagt viel lieber schnell die Information für die Vorbereitung zur GfK und nachträglich sinnvoll aufbereitet Inhalte sowieso rauszugeben, ist ganz klar, dass wir das tun. Aber wir müssen auch einige eventuelle Persönlichkeitsrechte von Angestellten, die vielleicht nicht Mitglieder der Partei sind, auch stets bewahren. Von daher ist ein übers Knie brechen, Daniel, wie du das jetzt hier einforderst, empfinde ich persönlich etwas als unverschämt. Danke. Nico? Ja, also ich... die 2 Stunden sind laut Aussage von Herrn Lange ausreichend, um das Ergebnis darzustellen. Man kann das natürlich immer ausführlicher machen, tut der Sache aber keinen Abbruch. Und vielleicht war das auch so eine Aussage, da er weiß, dass wir in Zeitnot sind, so ähnlich wie hier Raumschiff Enterprise. Ich brauche dafür 2 Wochen, mach es in einer, okay, ich mache es in 2 Stunden. Ja, Scotty? Also die 2 Stunden sind laut Aussage von Herrn Lange ausreichend, dass darüber hinaus Informationen gegeben werden. Dem steht nichts im Wege. Und der Termin am Freitag soll natürlich stattfinden. Ja? Und je mehr daran teilnehmen, desto besser. Und da ist ja dann auch der Raum, um noch einmal eben sich über diese Ergebnisse ausführlich zu unterhalten und zu diskutieren. Toso? Also erstmal hatte ich Daniels Antrag, Grumpy, so verstanden, dass wir es jetzt genau eben aus den Gründen von der Tagesordnung nehmen, weil es jetzt übers Knie gebrochen ist. So hatte ich das jetzt verstanden. Zum Zweiten, du hattest das gerade mit den Daten vorab angesprochen. Ich hätte es extrem sinnvoll gefunden, vorab, vor der Präsentation, schon mal einen kleinen Datensatz zu kriegen, eine kleine schriftliche Auswertung. Das Gleiche trifft übrigens Tagesordnungspunkt 4 zu. Auch da sehe ich mich nicht in der Lage, das jetzt einfach hier so zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem halte ich das in der Plenarwoche für Unsinn. Kommen wir aber dann gleich noch zu. Nico, deine Einlassung jetzt gerade, dass wir das jetzt 2 Stunden machen und nochmal am Freitag und dann nochmal in der Gesamtfraktionsklausur, das lässt mich irgendwie daran zweifeln, dass da ein Plan hintersteht. Das ist irgendwie, Hauptsache wir beschäftigen uns jede freie Minute damit. Das kann nicht der Weg sein. Das verstehe ich so nicht und ich bitte darum, das in einem vernünftigen Maß und im vernünftigen Rahmen anzugehen und nicht jetzt einfach so in jede Minute kippen, die irgendwo irgendeiner noch Zeit hat. Vielen Dank. Daniel? Ja, ich glaube auch, dass das wenig Sinn macht, aber ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt, Grumpy, über deine Aussage, über das Kniebrechen, weil das, was Toso gerade sagt, also ich versuche das eigentlich möglicherweise gerade zu verhindern, dass wir etwas übers Knie brechen, aber da kann man ja dann auch unterschiedlicher Auffassung dann tatsächlich sein. Nochmal, ich bin der Meinung, dass wir sollten das dann tatsächlich gesammelt zu einem Termin dann machen. Natürlich wird sich das nicht vermeiden lassen, dass wir es in die Gesamtfraktionsklausur mit reinnehmen, wenn wir dann wirklich mit allen dann nochmal sitzen und ganz viele andere Themen ja dann auch besprechen. Ich bin gerne bereit, das eben auch in der sitzungsfreien Zeit zu machen. Da müssten wir gucken, ob wir da halt tatsächlich einen Termin finden. Die Doodle-Abfrage war ja jetzt etwas übersichtlich mit den angebotenen Terminen, sagen wir mal. Wo auch egal war jetzt offenbar, dass am Freitag direkt ja auch einige gesagt haben, dass der Freitag eben nicht funktioniert, auch aufgrund der Kurzfristigkeit und weil eben andere Termine da sind. Also ich persönlich kann halt am Freitag so von 10 bis 12, halb 1 kann hier sein. Das ist kein Problem, aber wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Hm? Joachim.
Ja, versuch's mal mit einem konstruktiven Vorschlag. Die sind halt heute hier, die sind eingeladen. Jetzt zu sagen, wir machen das nicht, finde ich eher so doof, auch den Leuten gegenüber. Zum Thema Öffentlichkeit möchte ich folgenden Kompromissvorschlag machen. Wir gucken uns das erstmal an. Bin immer gut für Überraschungseffekte, bisschen Neugier dabei. Zeichnen das auf und entscheiden nachher gemeinsam, ob wir es veröffentlichen oder nicht. Danke. Frank. Ja, ich weiß nicht, ob das hier eine Theaterveranstaltung sein soll. Oder Daniel, ich kann die Einleitung nicht verstehen, was du bringst. Du kannst Freitag von 10 bis 12, das sind 2 Stunden. Aber heute ist jetzt 2 Stunden zu wenig. Passt irgendwie nicht zusammen. Ich denke, der Versuch war, das Plenum steht vorne weg, Toso. Das Plenum steht vorne weg. Toso, warum läufst du weg? Das Plenum steht als erstes auf der Tagesordnung. Die Präsentation kommt am Ende. Wenn keine Zeit mehr ist, weil wir so viel über das Plenum reden, was auch toll wäre, dann kommt die Präsentation heute nicht zustande. So denke ich die Tagesordnung. So interpretiere ich auch die Tagesordnung, weil, wie gesagt, die am Ende steht. Und insofern, ich finde es sinnvoll, es war halt für heute angesetzt, eine Grundinformation zu bekommen, eine Präsentation vorher rumzuschicken, ohne dass die, die diese Untersuchung erstellt haben, dazu was erzählen, halte ich für, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei Präsentationen nicht zielführend, sowas. Ich will aber jetzt auch nicht mehr Zeit stehlen. Heute ist die Gelegenheit, eine Grundinformation an alle zu geben. Alle anderen Termine haben nicht funktioniert. Ich möchte im Moment nicht Vorstand sein, weil er kann es nur falsch machen. Und das finde ich nicht okay. So, dann noch der Dietmar und der Daniel. Und dann würde ich wahrscheinlich einzeln die nicht öffentlichen Teile abstimmen wollen. Gut, also die Frage der Nichtöffentlichkeit war ja gar nicht so unbedingt das Thema hier, sondern die Frage des Ob überhaupt. Heute, ich sag mal so, wir haben 17 Minuten vertändelt, damit darüber zu diskutieren, ob wir das machen. Das heißt, fehlen fast 20 Minuten insgesamt. Lass uns da einfach, wie der Joachim auch gesagt hat, einfach mal loslegen. Und wenn die 2 Stunden nicht reichen, dann wird man eben noch 1 Stunde oder vielleicht auch noch mal 2 oder 3 oder 4 nachlegen müssen. Die Aufzeichnung findet eh statt. Die Frage der Veröffentlichung können wir dann, wie der Joachim gesagt hat, darüber befinden. Also go machen. Und ich denke, wenn wir die anderen Tagesordnungspunkte entsprechend den vorgeschlagenen Abarbeitungskriterien durchziehen, dann kommen wir da auch gut mit hin. Danke. Und dann nochmal der Daniel. Ja, klar. Kann man sich einfach mal angucken. Toso hat ja gerade versucht, das zu erläutern. Das macht halt einen eher planlosen Eindruck. Also wir machen jetzt mal heute so ein bisschen. Vielleicht machen wir dann Freitag noch ein bisschen und wenn das auch nicht hinhaut, dann können wir vielleicht noch mal einen Termin in den Osterferien machen oder vielleicht treffen wir uns mal sonntags mittags hier und bestellen noch einen Kuchen dazu. Können wir alles machen, aber lass uns doch einen Scheißtermin festlegen in den Osterferien, wo wir das an einem Tag durchziehen, wo Steffenhagen wirklich auch die Zeit bekommt, die die eigentlich eingefordert haben, nämlich 3 bis 4 Stunden. Das ist doch der Informationsstand, den wir hier haben. Also ich habe mit Steffenhagen nicht gesprochen. Ich habe nur die Information, dass Steffenhagen gerne 3 bis 4 Stunden mit uns darüber reden möchte. Wir sagen jetzt, nee, doof, haben wir keine Zeit für, weil es Plenarwoche, also machen wir nur 2 Stunden. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ich habe zugehört, Lukas. Und ich glaube, bitte? Ich habe dem Nico auch zugehört, ja. Doch, ich habe das sogar verstanden. Ich würde mich sogar als relativ clever bezeichnen. Gewagt. Ja, ist eine gewagte These, kann man in der Runde aber durchaus sagen. Also, ich glaube einfach, das macht keinen Sinn und ich denke, dass ich mich dem Toso nachher anschließen werde. Dann gucke ich mir so eine Aufzeichnung auf der Couch heute Abend an. Dankeschön. Gut, ich sehe keine Wortmeldung mehr, da Daniel den Zweifel geäußert hat, dass es alle nicht öffentlich haben wollen, werde ich jetzt einmal die beiden Tagesordnungspunkte Personal und Kommission von Michelle und Dirk extra abstimmen. Wer ist dafür, dass wir diese nicht öffentlichen Teile haben? Dann bitte ich um das Handzeichen.
Kai, willst du nicht? Oder? Weil wir sonst alle Namen aufschreiben müssen. Okay, alle außer Kai. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, Kai pennt, ist egal. Dann stimme ich über den nicht öffentlichen Teil Präsentation von Team Steffenhagen ab. Wer ist dafür, dass das nicht mit öffentlich ist? Mit der Maßgabe, dass wir entscheiden und nachher gucken, ob es veröffentlicht wird. Ja, so wie die ja fraktionsöffentlich sowieso. Also das ist ja ein fraktionsöffentlicher Teil. Nee, mit dem, wie Joachim es vorgeschlagen hat, dass nachher entschieden wird. Richtig. Ja. Mit der Option, dass wir nachher entscheiden, ob wir es dann veröffentlichen. Wer ist dafür, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil so haben? Dann bitte ich um das Handzeichen. Dann frage ich es umgekehrt eben ab. Wer ist dagegen, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil so haben? Gibt es Enthaltungen? Eine. Gut. Damit sind alle drei nicht öffentlichen Teile so beschlossen. Alle drei nicht öffentlichen Teile werden heute am Ende der Fraktionssitzung stattfinden. Es tut mir leid. Doch, ich muss schon ein bisschen auch Formalficker sein. Also ich hatte vorhin einen Antrag gestellt. Stimmen wir den noch an? Welchen Antrag? Diesen Teil zu schieben. Also wir haben jetzt darüber abgestimmt, dass wir das nicht öffentlich machen. Das ist okay. Und jetzt müsste man noch abstimmen, dass der, also ob der geschoben wird. Ich hatte ja beantragt, den auf einen separaten Termin zu verschieben. Gerne dann nicht öffentlich, was wir ja gerade beschlossen haben. Gut, es gibt einen Antrag zur direkten Abstimmung. Wer folgt dem Antrag von Daniel, diesen Punkt heute nicht zu behandeln und ihn zu schieben? Den bitte ich um das Handzeichen. Gut, wer ist dagegen? Damit wird der Tagesordnungspunkt nicht geschoben und heute am Ende der Fraktionssitzung mit den anderen nicht öffentlichen Teilen behandelt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle, und es beginnt wie immer der Ingo. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben diese Woche Plenum, glaube ich. Wir haben eine Plenarübersicht vorbereitet. Es waren drei Deckblätter von 8 ausgefüllt mit Zusammenfassungen. Wir hatten zwischenzeitlich mal kurzfristig die Idee in der Pressestelle, nur aktive PR für die Anträge zu machen, wo die Deckblätter ausgefüllt waren. Das erschien uns dann aber in der Summe zu wenig, deswegen haben wir sie dann selber geschrieben. Ich habe die ausgedruckt, ich gebe sie gleich rum und würde alle Antragstellenden MDL bitten, die Texte abzusegnen, sodass die Plenarübersicht heute rausgeschickt werden kann. Dann noch kurz zur Info, man kann es auch in dem Vorstandsprotokoll von gestern nachlesen. Wir werden diese Woche leider keine Videos zu unseren Antragstellenden zu unseren Anträgen haben im Plenum. Das liegt einfach an der Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben, irgendwelche MDL zu finden, die bereit waren, vor unserer Kamera die Statements aufzuzeichnen. Finden wir sehr schade, aber vielleicht können wir das ja heute Nachmittag noch im Vorfeld der Plenarsitzungen tun. Und dann das nächste, NRW-Tag am 28. und 29. Juni. Da haben wir ein Pad eingerichtet gehabt letzte Woche, wo wir alle MDLs gebeten hatten, sie einzutragen, wer bereit ist, Standdienste zu übernehmen. Das haben 2 MDL getan. Vielleicht schaffen es die anderen 17 auch noch, sich da zu verewigen, beziehungsweise reinzuschreiben, ich kann definitiv nicht in Bielefeld sein, weil selbst wenn wir die Info regelmäßig dann von allen haben, können wir zumindest weiter planen. Im Moment hängen wir da so ein bisschen in der Schwebe. Das wäre klasse. Und ansonsten, Merchandising-Artikel sind bestellt. Wer da Infos braucht, kann im Vorstandsprotokoll von gestern nachlesen oder auf mich zukommen.
Dann erkläre ich das im Detail später. Und dann noch ein Hinweis, am 17. April findet die TTIP-Veranstaltung statt. Wir haben letzte Woche Flyer produziert. Wer noch welche braucht, um sie zu verteilen, kann sich gerne an mich wenden. Das in aller Kürze. Fertig. Moni? Ja, zu dem NRW-Tag. Es ist halt immer noch nicht ganz sicher, wann der BPT ist. Und solange ich das nicht klar ist, kann ich mich da auch nicht eintragen. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich, und das geht wahrscheinlich vielen so, dass erstmal abzuwarten ist, wann dieser Termin ist. Joachim, dann Daniel. Ich habe gestern nach der Vorstandssitzung eine E-Mail an den Bundesvorstand abgesetzt mit einer, ich sag mal, mehr oder weniger förmlichen Protestnote, da das Gerücht umgeht. Die sollen sich mal klar äußern. Daniel? Kannst du das gleich mit diesen Statements da nochmal sagen, mit dem Video und so weiter? Also, dass ich da, das habe ich jetzt, also ich habe vorhin gesagt, ich bin clever, aber jetzt muss ich an der Stelle dann doch passen. Das habe ich nicht verstanden. Also, möglicherweise habe ich den Text verstanden, den du gesagt hast, aber ganz kurz noch zum NRW-Tag. Also kriegen wir das nicht beides gestemmt? Also ich meine, am zweiten Tag, am Sonntag in Bielefeld, war ja auch maximal die halbe Fraktion. Dann kann man mit dem Rest der Fraktion auch so einen NRW-Tag dann machen. Kriegen wir das nicht hin, dass wir da auch die Planung dann im Prinzip soweit fortsetzen? Und also wir werden ja nicht alle in Halle sein oder wo auch immer dieser Bundesparteitag stattfinden wird. Man weiß es ja nicht. Ja? So, jetzt ist der Ingo dran. Aber pendeln ist vielleicht blöd. Also ich habe ja vollstes Verständnis dafür, dass ein zeitgleich stattfindender BPT eventuell die Bereitschaft am Standdienst in Bielefeld zu stehen tangiert. Ich würde mich nur dann darüber freuen, dass es einen Grundsatzbeschluss gibt, dass wir uns an diesen NRW-Tag in Bielefeld nicht beteiligen. Weil einen Infostand hinstellen, aber den dann leer lassen, weil alle Leute, die da stehen sollten, in Bielefeld sind, ist blöd. Oder aber wir finden eine Lösung, so wie Daniel vorschlägt, dass man einen Kompromiss findet, dass die eine Hälfte da ist und die andere Hälfte dort. Dann können wir weiter planen. Nur ich finde es halt eben echt blöd, jetzt einen Standdienst und Tromborium mit Pauken und Trompeten vorzubereiten und anschließend 3 Wochen oder 2 Wochen oder eine Woche vorher festzustellen, Donnerwetter, es findet sich keiner, der da Prospekte verteilt. Dann brauchen wir auch keine drucken. Also eine Woche wäre mutig, und zwar vom Bundesvorstand, nicht von uns. So, also deswegen, mir liegt einfach nur am Herzen eine langfristige Planung und das organisatorisch optimal aufzustellen. Nur mit einem Pad, also dann schreibt rein, ich kann mich erst entscheiden, wenn der Termin feststeht, meinetwegen, aber im Moment machen wir eine Umfrage und es nehmen 2 von 19 teil. Finde ich blöd. Grumpy. Vorschlag zur Güte sozusagen, ja, die Umfrage läuft, count me in, ich habe die noch nicht mitgemacht. Ich gehe davon aus, also wir sind nur die 20, wir sind längst auf Bundesebene nicht so wichtig, sage ich jetzt mal persönlich. Also ich bin beim NRW-Tag trotzdem mit dabei, dafür fände ich es halt cooler, wir sponsern noch Busse für die Basisleute, die halt sowieso da gerne hin möchten, die es eventuell gar nicht können. Vielen Dank. So, damit haben wir die Pressestelle. Ja, um Daniels Frage noch mal kurz zu erläutern. Ja, es ist ja so, dass jeder Antrag, der eingereicht wird ans PGF-Büro, so ein Deckblatt hat, wo zwei Felder drin steht. Das eine ist eine Zusammenfassung und das andere ist ein Statement, ein Zitat, eine Bewertung. Wir hatten uns mal darauf verständigt, dass dieses Deckblatt vollständig ausgefüllt werden soll, damit die Pressestelle sich anhand dieser Informationen bedient und damit aktiv eine PR macht. Das haben 3 Anträge von 8 geschafft. Das andere ist, wir hatten uns auch mal darauf verständigt, per Fraktionsbeschluss, dass Jaroslav zu jedem Antrag ein eigenes Video produzieren soll. Aber auch das funktioniert nur, wenn der MDL sich vor die Kamera stellt. Und Jaroslav hat in den vergangenen Tagen versucht, alle antragstellenden MDL abzuklopfen und zu bitten, kommt doch mal vor meine Kamera. Das hat er in 0 Fällen geschafft. Also im Prinzip nicht alle, einige. Also das muss ich klarstellen. Also das, aber ich, im Vorfeld habe ich alle darauf aufmerksam gemacht. Das, also es ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, dass wir sowas machen wollen. Aber ich glaube, wenn ich jedes Mal immer wieder denjenigen oder diejenige quasi zupfe, dann ist es auch irgendwie nervig für alle. Ja.
Das ist nur zu klarstellen. Es wäre einfach, wenn jeder, der einen Antrag stellt, dieses Formular ausfüllt und anschließend zu Jaroslav geht und sich vor die Kamera stellt. Das wäre ein Abwasch und das wäre für die Fraktion, für die PR, nicht für mich persönlich, mir ist das relativ wumpe, aber für die Fraktion, für die Öffentlichkeitsauftritt wäre das schon super. Grumpy und dann der Kai. Entschuldige, dann Daniel und dann der Kai. Dankeschön. Ja, danke Ingo nochmal zur Klarstellung. Ich verstehe da jetzt was nicht vom Ablauf her. Wir haben, glaube ich, seinerzeit einen Beschluss gefasst, was dieses Antragsdeckblatt angeht. Ist da dieses Statement nicht drauf, dann geht der Antrag halt nicht durch. Ja, und ich bitte darum, dass wir das so entsprechend umsetzen, wie wir es beschlossen haben. Also Deckblatt, nicht vollständig, kein Antrag. Ne? Also so einfach ist das, dann wird der Antrag eben nicht ins Plenum eingereicht. Wenn die Einreichung eines Antrags wirklich daran scheitert, 3 Sätze Statement zu schreiben, puh, Respekt, weiß ich nicht, sollte glaube ich nicht sein. Also da bitte ich dann ganz klar darum, dass ich sag mal halt Nico beziehungsweise dann das PGF-Büro das ganz restriktiv halt eben umzusetzen. Wenn das Antragsdeckblatt nicht vollständig ist, also nicht inklusives Statement, dann bleibt der Antrag halt da liegen, bis er schimmelt oder sonst irgendwas. Also es ist dann halt Schicksal. Und die Video-Statements, ja, da müssen wir uns, glaube ich, dann alle irgendwie an die eigene Nase fassen. Ich glaube, das ist nicht so jedem, weiß ich nicht, nicht so recht bewusst oder wie auch immer, oder nicht so von der Priorität her. Von daher vielleicht nur der Appell eben an die 8 Antragsteller, dass wir das halt noch irgendwie ganz schnell nachholen. Das hattest du ja vorhin schon gesagt, das kriegen wir ja vielleicht sogar heute Mittag noch hin. Jaroslav ist der Mensch mit dem Kopfhörer. So, dann Kai und dann noch kurz Olaf und dann könnten wir im Bericht des Vorstands ja vielleicht weitermachen. Nur ganz kurz zu den Video-Statements. Ich hatte das als Angebot wahrgenommen, tatsächlich, dass wir es machen können, aber nicht, dass wir das generell umsetzen wollen. Wenn das anders ist, dann bitte ich das mal eben in meinem Bild zu korrigieren. Korrektur. Ich möchte mich erstmal bei der Pressestelle bedanken, dass sie die Blätter ausgefüllt hat und die Abgeordneten, die hier nachausfüllen können. Ich finde es unheimlich toll. Wir sollten uns wirklich allerdings auch demnächst wirklich an die Form halten. Egal, ob es der Fraktion und oder unserem Ansehen oder sonst irgendwas schadet. Egal, ob man dadurch irgendwas, wenn man sich nicht an die Form hält, besser machen könnte, sollte man sein lassen. Die Form ist eigentlich, glaube ich, das, was wir anbeten sollten und nicht irgendwie gucken, dass wir weiterkommen sollten. Ich hoffe, die Ironie war verstanden. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Bericht des Vorstandes. Ingo war fertig und wir kommen jetzt zu Nico. Simone, danke dir für die immer wieder bewertenden Gesten und Mimiken. Ich mag das. Ja. Ich bewerte jetzt auch mal, ist mir egal. Ich hätte gerne, wir haben jetzt gerade über ein konkretes Problem gesprochen. Olaf hat das jetzt gerade mit einer gewissen Ironie aufgegriffen. Das ist okay, es ist halt auch ein entsprechendes Statement. Aber wir haben halt diesen Beschluss seinerzeit gefasst, dass diese Scheiße auf dem Antragsdeckblatt draufstehen soll. Können wir uns dran halten? Wir können das aber auch zu den 70 anderen Beschlüssen, die diese Fraktion getroffen hat und nie umgesetzt hat, mit dazu packen. Dann ist aber auch scheißegal. Dann lass uns hier einfach nur dienstags treffen und irgendwie was machen, weiß ich nicht. Lasst uns bitte an Beschlüsse fassen oder lasst uns einen Beschluss aufheben, wenn wir den scheiße finden. Was soll denn das? Ich hätte jetzt gern ein Statement, ob das ab der nächsten Plenarphase entsprechend umgesetzt wird oder nicht. Vielen Dank. Dafür wir verweisen das an den Vorstand und er macht das doch. Genau. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt für den Tagesordnungspunkt wesentlich mehr Zeit aufgewendet, als ursprünglich gedacht ist. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt erforderlich war in der Länge, um ein bisschen Zeit wieder einzusparen. Wenn ich jetzt in der letzten Woche auch nicht so präsent war hier wegen einer Ausschussreise, verweise ich aufs PET und der findet da sicherlich die wesentlichen Informationen, was gelaufen ist. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten Tagesordnungspunkt weiter. Ja, vielen Dank, Nico. Dann kommen wir zum Ja, das ist ja offensichtlich dein Bedürfnis.
Tut mir leid, Olli, das ist nicht bescheuert, was der Daniel hier tut. Wenn wir so eine Situation vermeiden wollen, wie sie letzte Woche mal wieder war, dass es zu einem Riesenkonflikt kommt wegen einer Mitarbeiterin, die sagt, es muss sich an Regeln gehalten werden, und andere Mitarbeiter, die sagen, eure Regeln sind mir scheißegal, weil ihr euch selber nicht dran haltet, dann müssen wir uns hier zusammensetzen und müssen endlich mal Geschlossenheit zeigen und müssen sagen, es gibt diese Regel und diese Regel soll bitte auch eingehalten werden. Wenn der Daniel sagt und darauf besteht, lasst uns bitte diese Regel festlegen, wenn es kein Statement gibt, dann geht der Antrag nicht durch. Dann ist ein, oh, wir geben das an den Vorstand, der soll sich darum kümmern, dass so lapidar dahergesagt ist, meiner Meinung nach der falsche Weg. Der richtige Weg wäre zu sagen, jawohl, es gibt diese Regel, das ist jetzt ein Beschluss, der Vorstand muss sich ja tatsächlich darum kümmern, weil das ist ja eine Sache aus dem PGF-Büro, hinterher die Sachen anzunehmen oder nicht anzunehmen. Aber das jetzt so lapidar abzutun und zu sagen, das ist doch bescheuert, was du hier tust, das halte ich für falsch. Entweder wir schaffen diese Regeln, wir schaffen diese Verbindlichkeit und wir stehen bei solchen Sachen auch hinter den jeweiligen Mitarbeitern, die sich auch dann diese Regeln nehmen und hinter diesen Regeln stehen. Oder wir leben weiter damit, dass die Leute sich damit ins Unglück stürzen, dass wir ihnen hier so freie Hand geben und dass andere dann die Regeln so auslegen, wie sie das gerne wollen. Das finde ich blöd, tut mir leid. Lukas? Wir haben ja gerade eben einen Missstand aufgedeckt, beziehungsweise dank des Feedbacks der Pressestelle. Was gerade passiert ist, wir versuchen das zu diskutieren, versuchen Beschlüsse herbeizuführen. Wir sind aber immer noch im Punkt Bericht des Vorstandes. Es ist also ein reiner Berichtpunkt. Wenn auch nur einer der Meinung ist, wir müssen dieses Thema oder dieses Problem lösen, dann lass es uns auf die nächste Tagesordnung packen, lass uns Konzept entwickeln, lass uns eine Beschlussvorlage entwickeln. Aber das Problem werden wir jetzt nicht in Kürze der Zeit hier im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes klären, außer der Tatsache, dass jeder versucht, irgendwie nochmal seine Meinung, sein Statement hier reinzubringen, der Punkt unnötig aufgebläht wird und die Zeit wegrennt. Einige Leute hier, die den Zeitdruck haben, unglaublich nervös und aufgeregt sind. Wir zersetzen uns gerade selbst. Also bitte hört damit auf und versucht irgendwie Struktur in eure Diskussion reinzubringen. Versucht, wenn ihr Tagesordnungspunkte erkennt, die separiert werden können, das auch zu tun. Und macht das auch. Das ist ja vollkommen legitim, aber nicht im Rahmen des Berichtes. Das ist eigentlich auch kein Diskussionspunkt. Ja, nur Verständnisnachfragen haben wir früher mal gemacht. Jetzt diskutieren wir zu einzelnen Sätzen. Daniel. Danke fürs Lächeln diesmal, Simone, sehr schön. Habe ich gehört. Ja, Lukas, wir brauchen da gar nicht, also erstmal, ich stimme dir voll zu, wir brauchen da überhaupt gar nicht drüber zu diskutieren. Wir müssen das halt einfach nur umsetzen. Ich will das auch gar nicht diskutieren. Wir brauchen auch keinen neuen Tagesordnungspunkt beim nächsten Mal, sondern einfach nur die Umsetzung. Ich glaube, dass der Ingo das heute nicht zum ersten Mal gesagt hat. Er quittiert das gerade mit einem entsprechenden Lächeln. Ich sage mal, mindestens seitdem wir das beschlossen haben, es rennt er regelmäßig mit den Dingern hier hinterher. Lass uns das doch einfach so machen. Oder lass uns den Beschluss halt eben auflösen. Dann nehmen wir die Verfahrensweise, die du gerade vorgeschlagen hast, Lukas, dann setzen wir es auf die nächste Tagesordnung. Ansonsten würde ich, für mich ist das erledigt jetzt dann. Ich gehe davon aus, dass wir das in der nächsten Plenarphase halt so entsprechend umsetzen, wie wir es beschlossen haben. Ganz kurze Rückfrage. Es gibt einen abgestimmten Beschluss dazu, den wir hier mehrheitlich abgestimmt haben. Ja. Ja, dann werden wir uns dementsprechend so verhalten. Was nicht vollständig ist, wird nicht eingereicht. Also da gucke ich dann auch mit drauf. Ich bin bei Punkt 14 hängen geblieben, aber ich denke, da es ein Antrag der Fraktion der Piraten ist, dass die Abstimmungsempfehlung dafür ist. Dann ist bei Punkt 15 steht, die Abstimmungsempfehlung kommt erst zu Beginn des Plenartages. Das muss ich jetzt so hinnehmen, oder? Möchtest du da was zu sagen, Dietmar?
Ja, bitte ich drum. Oder im Laufe des heutigen Tages. Also ich bin auch dabei, nach der Ausschussreise die entsprechenden Anträge nachzuarbeiten mit meinen lieben Referenten. Und ich denke, dass wir das also heute noch im Laufe des Tages hinbekommen können. Ansonsten bitte ich darum, da die Sache mit dem Vertrauen und der entsprechenden fachlichen, sachlichen Expertise im Hintergrund dann so zu erwarten. Gut, dann schauen wir mal weiter. Einbringung. Wenn ich da noch ergänzen darf, also die Stellungnahme ist ja schon teilweise enthalten. Ich habe sie nur noch nicht persönlich in allen Details erfasst und das muss ich noch nacharbeiten. So. Dann, wenn ich jetzt weitergehe, bin ich bei Donnerstag oder hattest du jetzt eine direkte Meldung, Moni? Ja, ich habe drei Sachen. Erstens habe ich mich daran gewöhnt, die Stellungnahme hier durchzulesen. Ich fand das gut. Das fehlt an ganz vielen Stellen hier, das finde ich schade. Da steht, der Rest ist Mist, kann ich nichts mit anfangen. Ich würde darum bitten, wenn wir, das ist im Grunde das gleiche Thema, wenn wir so einen Beschluss fassen, dass wir eine Stellungnahme drunter schreiben, dann möchte ich bitte, dass das alle tun, sonst tue ich das auch nicht mehr. Ja, also mich interessiert tatsächlich, was in diesen Anträgen drin steht. Es ist nicht so, dass ich einfach nur sage, wenn der Ja sagt, sondern ich habe ein inhaltliches Interesse und möchte gerne wissen, worum geht es da. Denn nach einer Stellungnahme kann es durchaus passieren, wenn mich das Thema interessiert, dass ich mir einen Antrag noch genauer angucke. Dafür möchte ich prinzipiell dazu sagen, ich finde das gut, wenn wir das so machen und das nur kurz durchgehen. Aber es fängt an, mich richtig zu nerven, dass wir hier nur noch durch diese Sitzung hetzen. Dass wir für nichts mehr Zeit haben, was einzeln wichtig ist, dass das ausgesprochen wird, wie gerade dieser Punkt. Es geht, das war die letzten Male schon so, also wir müssen immer hopp, 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 hopp. Und das fängt an, mich wirklich aufzuregen, weil wir sitzen hier, um diese Dinge zu besprechen. Und dieses hier ist mir genauso wichtig wie andere Tagesordnungspunkte auch. So. Das Dritte, ich möchte gerne für unseren Antrag, der am Mittwoch zum 10. Schulrechtsänderungsgesetzes, da habe ich hingeschrieben... Welcher Punkt ist das? Moment, bin gleich soweit. Punkt 3, nee, das ist doch... Moment, ich muss nochmal hoch. Das ist Punkt, sag mal schnell, 6... 6 ist das. 6 am... Mittwoch. Am Mittwoch, da hat es einen Änderungsantrag von SPD und Grünen gegeben. Der ist sehr gut, da sind alle Anregungen aus der Anhörung letztendlich mit aufgenommen worden und ich würde gerne, dass wir mit auf diesen Änderungsantrag draufgehen und das würde ich gerne abstimmen lassen. Also sind Begrifflichkeiten geändert worden, die Experten waren im Grunde alle dafür. Das ist alles prima einvernehmlich, was da besprochen wird und ich würde gerne, dass wir als Fraktion diesen Änderungsantrag auch mit übernehmen und würde gerne um eure Zustimmung bitten. Ich glaube, das können wir direkt abstimmen. Wer möchte dem zustimmen, dass wir auf den Änderungsantrag mit draufgehen? Ich vertraue da auf jeden Fall voll der Moni. Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Dann können wir damit drauf. Danke. Gut. Ich war jetzt allerdings schon beim Donnerstag und... Punkt 2, Gewissensentscheidung mit der Tendenz zur Enthaltung, sagt der Dietmar. Zweiter Tagesordnungspunkt am Donnerstag, gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Land und Kommunen fortführen. Das hast du bei Abstimmungsempfehlung Gewissensentscheidung geschrieben. Und hier steht einmal bei Stellungnahme aus Gründen. Ach so, du Dietmar, willst dich enthalten, empfiehlst es auch, also empfiehlst Enthaltung. Gut. Dann haben wir Abstimmungsempfehlung bei unserem eigenen Antrag. Ist der Cannabis-Antrag ist eine Überweisung, oder? Ja, es ist eine Überweisung. Überweisung in Ausschuss, also kannst du das ja vielleicht noch ergänzen, dass die... Ich dachte eigentlich, es wäre, also, weil ich meine, die haben die das mal zusammengetragen, ich bin nicht ganz gewundert, dass da das drin steht, aber ich würde das nicht. Fünftens, Kompetenzzentrum selbstbestimmt leben. Da steht Abstimmungsempfehlung, siehe unten. Das heißt, muss ich das jetzt alles durchlesen, um die Abstimmung zu... Also die Abstimmungsempfehlung ist noch nicht festgelegt. Das lag jetzt daran, dass ich gestern... Mikro... Entschuldigung, nochmal. Ja? Die Abstimmungsempfehlung, ich habe mich noch nicht ganz entschieden zwischen Ja und Enthaltung. Das liegt jetzt daran, dass ich gestern auch krank war und dadurch jetzt ein ganzer Tag in der Redenvorbereitung fehlt. Also ich liefere es noch nach. Wunderbar, vielen Dank, Stefan. Dann wird das noch nachgeliefert. Dann haben wir
Damit sehe ich keinen Tagesordnungspunkt mehr am Mittwoch oder Donnerstag, wo noch ein Redner oder eine Abstimmungsempfehlung fehlt, beziehungsweise Stefan reicht seine heute im Laufe des Tages noch nach und Dietmar guckt auch noch mal in Ruhe drüber. Dann Grumpy und Nico, bitte. Ganz kurz, Mittwoch, Top 2, unser Redner Toso durchgestrichen. Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Das war gerade noch nicht durchgestrichen. Deswegen frage ich gerade. Das hat er vielleicht, Moni? Nee, nicht dazu. Ach so. Also ich kann ich nicht auflösen. Dann... Shit, ich habe auch noch einen. Dann Nico? Nur zur Information, wir hatten noch den Punkt, den letzten Tagesordnungspunkt Donnerstag, da findet noch eine Verfahrensabstimmung zwischen dem PGF statt, weil das Beratungsverfahren bei der Festlegung des Tagesordnungs noch keine Einigkeit darüber bestand. Das liefere ich heute im Laufe des Tages nach Absprache mit den anderen Geschäftsführern und Rücksprache mit Michel. Ich glaube, Frank will jetzt was zu dem fehlenden Redner sagen. Ja. Ja, ich sehe es auch gerade erst, das muss also eben passiert sein. Okay. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen fix, aber ich kann das übernehmen. Es geht ja um unseren Gesetzentwurf, also würde ich das machen. Vielleicht sprichst du nach der Fraktionssitzung noch mal kurz mit Thorsten und dann würdest du aber dann sonst übernehmen. Gut, vielen Dank. Moni? Ja, ich möchte noch zwei Sachen sagen. Erstens möchte ich euch im Namen, nee, nicht im Namen, sie weiß das nicht, aber ich möchte euch für Nadja herzlich bitten, Enthaltung oder die Sachen dahin zu schreiben, wo sie hingehören und nicht irgendwo unten in den Text oder irgendwie versteckt. Es ist alles nur Mehrarbeit, wenn diese Form nicht eingehalten wird. Deshalb nochmal die Bitte, schreibt dahin, wo der Platzhalter da ist, wo man es hinschreiben soll. Ich glaube, das erspart ihr ganz, ganz viel Mühe, in den Texten darum zu suchen, wenn sie die Rednerliste macht und alles vorbereitet. Das Zweite ist, Nico, ich würde dich herzlich bitten, an die PGF-Runde eine Mail zu schreiben, da die aktuelle Stunde nicht stattfindet und wir am Mittwoch bis 21.15 Uhr haben und am Donnerstag noch mit 18 Uhr mindestens zwei Tagesordnungspunkte vom Mittwoch auf Donnerstag zu schreiben. Ich möchte mich anschließen, finde die Idee sehr gut. Auftrag, ich glaube, Nico ist jetzt beauftragt und ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Fraktionen da auch keinen Schmerz mit haben. Damit sind wir mit der Vorbereitung des Plenums soweit durch und wir kommen zu Top Nummer 4. In der Tat, gerade die letzten zwei oder drei Punkte, da ist offensichtlich dafür gesorgt worden, dass Anträge der SPD und der Grünen mit direkter Abstimmung einfach so unterm Radar durchlaufen sollen. Sowas machen die. Und da muss ich sagen, genau. Also die sollten am besten direkt Donnerstagmorgen um 9 Uhr und 10 Uhr stattfinden. Also ich sehe das nicht. Wenn ich das mal sagen darf, das sind Einbringungen der Landesregierung. Das ist Nee. Entschuldigung, die letzten Punkte sind von unten gelesen, Beschlüsse zu Petitionen in den Ausschüssen, erledigte Anträge, Inhaltsbericht. Frank? Dietmar, manchmal werden auch Anträge zur direkten Abstimmung ans Ende gelegt von der PGF-Runde, damit der Saal voll bleibt bis zum Ende. Das ist ja, nicht nur Überweisungen. Sondern gerade Abstimmungen ans Ende der Sitzung. Wenn wir die Bitte ans PGF-Büro rantragen, denke ich, wird es die Entscheidung des weisen PGF-Gremiums sein, zu entscheiden, welche Tagesordnungspunkte. Wichtig wäre jetzt einfach, dass wir den Mittwoch ein bisschen leergeräumt bekommen. Ich behaupte, die sind nicht weise. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, die Präsentation zum Haushalt der Fraktion durch Harald. Bitte schön. Ja. Nochmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich nach 8 Monaten wieder Gelegenheit habe, mich ein bisschen nützlich zu machen für die Fraktion.
und ich würde auch gerne, weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist, hier den Augenblick nutzen, mich noch mal heftig bei der Fraktion für den Zuspruch und die Unterstützung, also für den außerordentlichen Zuspruch und Unterstützung, mich zu bedanken. Das hat mir in meinem gesamten bisher verlaufenden Genesungsprozess sehr geholfen und es liegt mir sehr am Herzen, das hier noch mal zu unterstreichen. Also noch mal vielen Dank dafür. Ja, wie ihr wisst, habe ich die ein oder andere Aufgabe schon mal übernommen, bevor ich planmäßig, so ist jedenfalls bisher das Zeitfenster, am 19. Mai wieder ordentlich einsteige. So, und dazu gehört unter anderem die Jahresplanung, der Fraktionshaushalt, wenn man das kurz formulieren will. Die Präsentation ist gestern Abend fertig geworden. Kerstin hat mich dabei sehr unterstützt und auch Jaroslav. Selbstverständlich wird sie im Anschluss auch noch mal rumgeschickt. Und wenn Fragen zu Einzelheiten sind, ich bin am Montag auch hier und Kerstin ist auch da, können die selbstverständlich auch noch mal aufgeworfen werden. Das ist gar keine Frage. Ja, dann steigen wir mal ein. Ich habe ungefähr 45 Charts vorbereitet und brauche etwa anderthalb Stunden. Also insofern, ja, es wird etwa 15 Minuten dauern. Es sind 8 Charts. Also nur keine Angst. So, können wir anfangen? So, dann steigen wir mal ein. Das, was wir so als Fraktion ausgabenwirksam tun, passiert auf Grundlage des sogenannten Fraktionsgesetzes. Und ich habe mir mal erlaubt, zwei kleinere Auszüge dort zu machen, um einfach mal nochmal ein Problembewusstsein zusätzlich herzustellen. Ja, Auszug aus § 3. Die Fraktionen erhalten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Geld und Sachleistungen und bekommen das übertragen zur eigenen Bewirtschaftung. Also reinreden tut uns dort keiner. Die Auflage ist eindeutig, dass die gewährten Leistungen nur für eigene Zwecke verwendet werden. Eine Verwendung für Parteiaufgaben ist unzulässig. Damit ist in Sonderheit gemeint, dass es also für parlamentarische Zwecke bzw. eng gefasste Fraktionszwecke verwendet wird, diese Zuwendung, die wir bekommen. Vielleicht noch einen anderen Auszug, der auch sehr wichtig ist, der die Rechnungsprüfung betrifft. Der Landesrechnungshof ist diejenige Institution, die sozusagen die wirtschaftliche Verwendung und auch zweckgebundene, zweckgerichtete Verwendung prüft. Das macht sie im Rahmen der Jahresabschlüsse. Wir sind also schon dabei, einen Jahresabschluss vorzubereiten, der Ende Juni dann abgegeben werden muss. Und auf die Prüfung und für den Jahresabschluss gibt es verschiedene Vorschriften aus der Landeshaushaltsordnung, die dort Anwendung finden. Die will ich jetzt hier natürlich nicht im Einzelnen zitieren, das bringt nichts, aber vielleicht nur ein, zwei Dinge hervorheben. Der Landesrechnungshof prüft also insbesondere die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben, Vermögen, Schulden und natürlich auch die Verwendung, die zweckgerichtete Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen sind. Ja, Zeit und Art der Prüfung legt der Landesrechnungshof auch fest und Unterlagen sind selbstverständlich dem Landesrechnungshof auszuhändigen nach Bedarf und Nachfrage. Das ist also die Grundlage, auf der wir sozusagen als Fraktion agieren, was unsere monatlichen Zuwendungen für Fraktionszwecke betrifft. Ja, gehen wir einen weiter. Hier habe ich mal aufgeführt, wie sich die Zuwendungen zusammensetzen monatlich. Das ist einmal der Grundbetrag, den sozusagen pauschal alle Fraktionen bekommen, dann der Grundbetrag je MDL und ein fixer Oppositionszuschlag, was insgesamt
im Jahr 2014 rund 2 Millionen Euro ausmacht. Das ist eine Mischfinanzierung. Gibt es eine lange Diskussion von unterschiedlichen Rechnungshöfen der Länder, was nun das richtige System ist. Vieles spricht für dieses Mischsystem, was hier in Nordrhein-Westfalen angewendet wird. Wir haben eine Erhöhung der Zuwendungen von etwa 2,2%, also rund 43.000 höher als im Jahr 2013. Hier in der nächsten Folie haben wir mal dargestellt, wie unsere Zuwendungen aussehen für die doch recht zahlreichen Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse, die wir in der Zwischenzeit haben. Es sind 5 an der Zahl. Wie ihr seht, Chemie, Schuldenbremse, Verfassungskommission, BLB und WestLB. Das ist also nicht ohne, bindet also eine Menge Ressourcen und dafür stehen auch eine Menge an finanziellen Ressourcen zur Verfügung. Ich habe mal links in der Pauschale aufgeführt, für die Enquete-Kommission, was das monatlich bedeutet. Das ist also eine Pauschale von 7.500 Euro, während für die PURs eine Pauschale von 8.000 Euro jeweils gewährt wird. So, diese Zuschüsse insgesamt im Jahr machen nun 462.000 Euro aus, kommt also doch eine Menge Holz zusammen, wenn man das mal so salopp sagen kann. So, diese Zuschüsse stehen zur Verfügung. Entschuldigung, hat einer gezuckt? Gibt es da Klausner-Verträge? Bitte? Was ist mit der Hauslieferung? Gut, ach so. So, diese Pauschalen orientieren sich im Wesentlichen an den Personalkosten für die Referentenstelle und die Assistentenstelle, die halbe, die in der Regel ja zur Verfügung steht. Und wir haben bei uns eine Gestaltung gewählt, dass so in etwa, ja, in etwa 1.000 Euro, 500 Euro bis 1.000 Euro der Pauschalbetrages zur Verfügung steht für Sachkosten. Deshalb habe ich dort rechts ausgewiesen, Rest-Sachkosten. Das gestaltet sich sehr unterschiedlich. Diese Sachkosten decken natürlich Büromaterial ab, würden aber auch Veranstaltungen abdecken. Das möchte ich in dem Kreis hier deshalb nochmal ausdrücklich erwähnen. Falls also ein PUR oder eine Enquete-Kommission beabsichtigt, eine Veranstaltung oder Ähnliches zu machen, das können wir aus diesem Topf ohne weiteres oder können wir auch finanzieren, so ohne weiteres natürlich nicht, das müssen wir uns vorher angucken. Veranstaltungen können ja auch sehr teuer werden. Also so viel Luft haben wir nicht, aber wir haben dort finanzielle Möglichkeiten. Hervorheben, das fällt sicherlich auf, dem genaueren Betrachter möchte ich hier die Verfassungskommission. Da nutzen wir die uns zur Verfügung stehenden Pauschalen nicht aus. Das muss noch mal einer Klärung zugeführt werden. Das will ich jetzt nicht hier in dem breiten Kreise tun, aber das muss auch mit der Landtagsverwaltung geklärt werden. Wir rufen ja diese Zuschüsse ab und wenn wir die sozusagen nicht zweckgerichtet einigermaßen vollständig nutzen, dann müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Da wir hier eine Vorschau auf 2014 machen, haben wir also alle Möglichkeiten, da auch noch zu handeln. Ich rede also über den Betrag Rest-Sachkosten 40.000 Euro. Der kommt deshalb zustande, weil wir die Personalzuschüsse, die uns zur Verfügung stehen, bei weitem nicht ausnutzen. Führt aber im Umkehrschluss dazu, dass wir natürlich auch uns nicht nur rechtfertigen müssen, sondern darüber Gedanken machen müssen, ob wir dort vielleicht Teilbeträge wieder zurückführen an die Landtagsverwaltung, um das mal etwas geschmeidig darzustellen. Ja, hier ist auch schon die Assistentenstelle natürlich berücksichtigt, die ins Auge gefasst ist. Also mehr ist da nicht rauszuholen. So, war uns ein Bedürfnis der Fraktion auch mal einen tieferen Einblick in die Situation der Enquete-Kommission und der Untersuchungsausschüsse zu geben. Kommen wir zur Planung von 2013, einen schnellen Blick darauf.
Wir hatten im Juni 2013 eine überarbeitete Planung aufgrund der Ist-Zahlen der ersten 4 Monate gemacht. Das heißt also von Januar, in der ersten Spalte, von Januar bis April hatten wir Ist-Zahlen zur Verfügung. Die hatten wir daraufhin eingearbeitet und die Planung etwas angepasst. Also ein ganz normaler Prozess. Und es freut mich, wenn ich auf die Summe der Ausgaben, auf die Zahl 91,54% verweisen kann. Wir machen damit im Grunde eine Punktlandung mit unserer Planung in 2013. Nach den vorläufigen Ist-Zahlen von 2013 liegen wir bei der Ausgabensumme bei 90,44%. Wir haben also unsere Planung bis auf 1% genau Abweichung eingehalten. Das ist schon mal viel wert. Zugegebenermaßen ein bisschen Glück spielt dabei auch eine Rolle, keine Frage. So, dann kommen wir jetzt zum Konkreten. Was uns ja ganz besonders jetzt interessiert, ist nämlich die Planung für 2014. Wir haben hier mal gegenübergestellt, das Vorläufige ist, ich muss dabei betonen, das ist das Vorläufige ist, der Jahresabschluss kommt ja noch und da wird sich auch noch einiges verändern. Aber das Vorläufige ist, hat den Vorteil, dass wir sozusagen eine konkretere Planungsgrundlage für 2014 haben und eine konkretere Orientierungsgrundlage dafür auch. Ja, da oben sind nochmal die Zuschüsse, die Zuwendungen, die wir bekommen, jährlich aufgeführt. Leichte Erhöhung habe ich vorhin schon mal dargestellt. Wir liegen bei den Personalkosten bei runden 1,5 Millionen. Das ist ganz normal, dass der Bereich der Personalkosten den größten Brocken sozusagen ausmacht. Wir haben aufgrund der vorläufigen Ist-Zahlen 2013 die Sachausgaben in der Planung für 2014 angehoben. Und zwar haben wir das auf der Grundlage nicht nur der Ist-Zahlen 2013 gemacht, sondern auch auf der Grundlage dessen, was uns an jetzt schon fest geplanten Anschaffungen und Veranstaltungen und Ausgaben, um das mal so zu sagen, bekannt ist. Wir wissen ja auch jetzt schon, ja, dass Ausgaben anfallen, beispielsweise für eine Klausur Ende April und Ähnliches. Also um das mal zu sagen. Das ist hier schon in der Planung bei den Sachausgaben eingeflossen. Wir handeln ja auch nach den kaufmännischen Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit und so weiter. Also haben wir das schon eingebaut und sind nicht bei den 15% Sachausgaben geblieben, die wir sonst eigentlich angesetzt haben, sondern haben das erhöht auf 20%. Das schlägt sich dann nieder im laufenden, eine zarte Anhebung im laufenden Geschäftsbetrieb von 1%, die auch passiert aufgrund uns bekannter zukünftiger Ausgaben, die anstehen. Das passiert in der Erhöhung des Bereiches der Kostenart Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen, weil wir eben Veranstaltungen kennen, die wir jetzt durchführen werden in Zukunft, die kostenwirksam sind. Ja, eine Erhöhung der Öffentlichkeitsarbeit ist dabei, eine ganz leichte Anpassung der Dienstreisen. Ja, inklusive des von uns immer vorgesehenen Sicherheitszuschlages für außerordentliche oder unvorhergesehene Kosten liegen wir diesmal dann bei einem Ausgabevolumen im Verhältnis zu unseren Zuwendungen von 99%. Das heißt, wir führen runde 1% in die Rücklagen. Die Gesamtrücklagen sind enorm. Die liegen bei 35%, das heißt bei 700.000 Euro. Das sind die aufgelaufenen Rücklagen seit 2012. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um der Fraktion noch einen weiteren Einblick zu geben, es sind noch 2 Charts, einen Quervergleich zu machen der Jahresabschlüsse, auch mit unserer Finanzplanung, mit den anderen Fraktionen. Die Jahresabschlüsse werden ja mit einem Timelag von etwa einem halben Jahr veröffentlicht, nach Prüfung durch den Rechnungshof.
Und das haben wir mal rausgefieselt. Hier haben wir mal den bisher letzten veröffentlichten Jahresabschluss der zweiten Jahreshälfte, also nach der Neuwahl von 2012. Dort seht ihr in der Spalte Aufwendungen bei Piraten für Funktionszulagen 0% im Vergleich zu allen anderen Parteien, die dort ein ganz erheblich größeres Budget vorsehen, bis auf die Grünen, die bei 2,35% liegen, liegen die anderen Parteien bei etwa 10% an Funktionszulagen. Wir liegen dort bei 0. Personalaufwendungen hatten wir in 2012 44% in etwa, also im Quervergleich sehr wenig. Ganz normale Situation im Rahmen des Personalaufbaus nach der Neuwahl. Kann natürlich nicht von 0 auf 100 das in 3 Monaten passieren. Deshalb haben wir in 2012, wenn wir die Spalte Jahresüberschussfehlbetrag dort sehen, eine Rücklage von 43% aufbauen können, weil wir natürlich auch wenig Kosten dort hatten. Ja, dann gehen wir nochmal zur letzten Folie. Dort ist nochmal aufgeführt in der ganz rechten Spalte unsere Finanzplanung, die ich also gerade gezeigt habe, 2014. Die gilt ja für ein gesamtes Jahr. Und ich habe jetzt mal hier die Jahresabschlüsse 2009, die veröffentlicht sind, und 2011 ausgewählt, weil 2010 ist nicht repräsentativ, weil da auch Neuwahlen waren. Deshalb taucht der nicht auf. Und das sind also die aktuellsten, die verfügbar sind, wo also eine ganze Jahresperiode abgedeckt ist. So. Es geht einfach darum, mal quer zu sehen, schlagen wir jetzt nun völlig raus oder ist das einigermaßen vergleichbar? Ja, wir liegen, fangen wir mal an bei den, zu den 0% habe ich vorhin schon was gesagt, was die Funktionszulagen angeht, was die Personalausgaben angeht, liegen wir bei 74%. Und wenn ihr dort querschaut bei allen anderen Parteien, kann man eigentlich, ja, davon sprechen, dass es keine Besonderheiten gibt. Wir liegen da einigermaßen im Beritt. Da kann man sich jetzt lange darüber unterhalten, ob man da 2-3% noch höher oder niedriger liegt. Aber das, denke ich, hält sich alles im normalen Rahmen. Auch die Erhöhung, die wir jetzt bei den Planungen für die Sachaufwendungen gemacht haben, hält sich im normalen, in einigermaßen normalen Rahmen. Die FDP lag also in 2011 auch bei 20% und die CDU bei 18,4, also knapp. In 2009 lag die FDP bei 19%, die SPD bei 18%, die CDU bei knappen 21%. Also das ist jetzt auch nicht wirklich eine bemerkenswerte Abweichung. Und wir liegen, wenn ihr ganz nach unten schaut, zu den Rücklagen, wir liegen bei rund 35%. Die Linke hatte in 2011 bei 33% gelegen, die Grünen bei 37%, die SPD ebenso, erheblich höher eben FDP und CDU. Also da liegen wir auch im normalen Rahmen, wenngleich, möchte ich nur bei Zeit mal darauf hinweisen, wenngleich es von den Rechnungshöfen und selbstverständlich vom Bund der Steuerzahler, der ist immer dabei, eine große Diskussion darüber gibt, inwieweit eine Rücklagenbildung überhaupt sinnvoll ist, ja, und inwieweit die Rücklagenbildung nicht eingeschränkt werden soll. Weil die Zuwendungen werden gewährt, damit eine Fraktion ihren Aufgaben nachkommen kann und nicht dazu, werden nicht gewährt, um sozusagen Ersparnisse zu bilden, Vermögen anzuhäufen. Aber man muss dabei berücksichtigen, die Fraktionsarbeit kann jetzt nicht nur auf eine Jahresperiode, also auf einen Jahresabschluss bezogen, betrachtet werden, sondern muss auf 5 Jahre, auf eine Legislaturperiode betrachtet werden. Insofern ist es schon wichtig, Rücklagen zu haben, ja, für außerordentliche
Kosten oder Kosten, die sozusagen später auftreten in der Legislaturperiode. Aber über die Höhe der Rücklagen gibt es viel, viel Diskussion. Manche Rechnungshöfe, Landesrechnungshöfe halten es für sinnvoll, nur 10% Rücklagen zu haben. Aber geltendes Recht ist 60%. Da liegen wir also weit, weit drunter mit unseren 30%. Ja, ich bin jetzt in der Viertelstunde oder 20 Minuten maximal durchgekommen. Ich darf mich herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Daniel, und entschuldige, wenn mir ab und zu die Gesichtszüge entgleisen. Ich bin auch nur ein Mensch. Alles gut, entschuldige meinen Kommentar vorhin dazu. Zunächst vielen Dank, Kerstin und Harald. Vor allem in dem Moment an Harald, weil er das ja quasi noch fast ehrenamtlich sozusagen getan hat, wenn ich das so bezeichnen darf. Ja. Und vor allem schön, dass du auch wieder hier bist. Ich habe zwei Fragen eigentlich noch dazu. Du hattest jetzt gerade schon auf die Rücklagen nochmal angesprochen oder die Rücklagen nochmal angesprochen und zu Recht ja gesagt, man muss auf 5 Jahre hinplanen. Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir im Prinzip, fast dann die Hälfte der Legislaturperiode rum haben, gibt es da schon eine Planung, die Rücklagen dann nach und nach dann reduziert unsererseits? Weil in dem Plan 2014, der jetzt dann ja mit drin stand, steht im Prinzip nochmal eine kleine Rücklage, die zusätzlich angebildet, ich weiß nicht, 15.000 oder irgendwie oder 150.000, weiß ich jetzt noch nicht mal genau, was da jetzt 15 sind. Ne? Viele Millionen. Also eine relativ kleine Summe, die nochmal oben drauf kommt. Ich gehe davon aus, dass wir dann in den nächsten beiden Jahren das halt zurückführen wollen. Da würde mich interessieren, ob da schon Ideen oder sowas im Kopf sind. Und zum Zweiten nochmal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl drin stand. Kannst du einmal sagen, wie viel Fixkosten wir prozentual haben? Also Personalaufwendungen sind ja im Endeffekt Fixkosten. Was haben wir ansonsten noch an Sachaufwendungen, die Fixkosten sind? Also die Betrachtung nach Fixkosten und variablen Kosten wäre eine ganz andere. Die können wir gerne im Rahmen des Jahresabschlusses auch noch mal machen. Aber natürlich sind die, wie du gerade schon gesagt hast, die Personalkosten sind Fixkosten. Und im Grunde kann man auch sagen, dass der laufende Geschäftsbetrieb auch Fixkosten sind. Alles andere darüber hinaus nicht. Ja, um das mal so salopp zu beantworten. Ganz genau kann man das noch mal im Jahresabschluss von Zahlen her nennen. Aber mal noch konkretisieren oder den Hintergrund. Ich frage deswegen, wir haben ja häufig auch immer wieder in der Fraktion die Diskussion, inwieweit wir noch Mittel für Personal zum Beispiel zur Verfügung haben. Dafür ist ja im Prinzip wirklich dann genau interessant zu wissen, nicht nur die Quote, was wir an Personalkosten ausgeben, sondern was gegebenenfalls noch da an anderen Fixkosten dazukommt, damit ich nicht irgendwann in einen außerordentlich kritischen Bereich komme, dass ich nachher total unbeweglich bin, was meine Fraktionsfinanzen irgendwo angeht. Weiß nicht, vielleicht kannst du da irgendwas sagen. Ist da noch Luft nach oben, was Personalkosten angeht? Sind wir da? Ich habe den Schnitt gerade gesehen, da liegen wir ja ganz ähnlich wie die anderen Fraktionen. Aber aus deiner Einschätzung, ist da noch ein bisschen was drin oder sollten wir da arg vorsichtig sein? Wie siehst du das? Also, nochmal mit den vorher von dir gestellten Fragen anzufangen. Wir haben die Rücklagen jetzt in der Planung für 2014 quasi um 10% zurückgeführt. Ja, also im Vergleich zum Vorjahr. Über Rücklagen möchte ich mich jetzt natürlich aus finanzpolitischer Sicht ganz und gar nicht beklagen. Ja, die braucht man. Ich möchte nur mal einen großen Kostenfaktor darstellen, der damit verbunden ist, wenn eine Fraktion beispielsweise liquidiert werden muss. Ja, da fallen natürlich außerordentliche Kosten an, die nicht gering zu schätzen sind, wofür eine Rücklage große Vorteile hat. Aber deshalb habe ich auch die Frage der Rücklagen angesprochen. Ich habe mir am Wochenende noch mal ausführlich verschiedene Gutachten angeguckt und die Diskussion zu den Rücklagen.
Ich bin auch der Meinung, wir sollten sie ein bisschen zurückführen. Und man muss natürlich Entscheidungen, die fallen zugunsten von Veranstaltungen, die in der Regel kostenintensiv sind, wenn wir also öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen machen wollen, oder für Anschaffungen für einen laufenden Geschäftsbetrieb etc., oder eben Personalausgaben. Das muss man in diesem Kontext immer betrachten. Ich sehe aber so mal ganz grundsätzlich beantwortet, um eine klare Antwort zu geben, bei uns Bewegungsspielräume. Ja, aber das muss man dann verantwortlich auch durchrechnen, ist ja kein Problem. Dafür bin ich ja mit Kerstin auch da, das dann genauer nochmal anzuschauen. Habe ich damit deine Frage beantwortet? Michel? Ja, danke Harald für die Präsentation zunächst. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zu dem Thema Verfassungskommission. Das kann ich natürlich jetzt nicht so stehen lassen. Wir haben natürlich vor, Veranstaltungen zu dem Thema zu machen. Das heißt, das sieht zwar im Moment noch so aus, als würde da eine Menge Geld überbleiben, was dann auch zurückfließen müsste. Aber wir haben vor, einige, ich nenne es mal, öffentliche Anhörungen zu dem Thema durchzuführen. Da wird am Ende des Jahres von dem Geld nicht mehr so viel überbleiben. Das ist schon bewusst so gemacht, dass im Moment da noch eine große ein großer Finanzüberschuss ist. Ja, mich freut das außerordentlich, das zu hören. Aber dafür wäre natürlich dann sinnvoll, mal eine Planung zu machen und auch eine Finanzplanung, damit wir das sozusagen verarbeiten können und antizipieren können. Ich glaube persönlich, dass da Klärungsbedarf ist. Ja? Aber das können wir ja dann noch, müssen wir jetzt nicht entscheiden, haben wir Zeit. Deshalb habe ich gesagt, wir reden über Planung 2014. Da ist ja das Schöne, dass wir früh im Jahr sind. Haben wir also Zeit, das zu regeln. Wir müssen das auch im Kontext mit der Landtagsverwaltung dann auch noch mal klären. Aber dann würde ich mal sagen, können da vereinbaren, dass wir uns noch mal zusammensetzen, was Planungen, Veranstaltungen und so weiter angeht, damit man einen Überblick über die Kostendimension hat. Dann vielleicht erledigt sich das Problem ja von selbst. So verstehe ich dich jetzt. Na, schauen wir mal. Ich da noch mal darauf hinweisen darf, wir können bestimmte Personalzuschüsse, die wir bekommen, natürlich nicht verwenden für Veranstaltungen. Also man muss da schon die Zweckgebundenheit bei den Zuwendungen berücksichtigen. Aber Details machen wir, wenn wir zusammensitzen. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Vielen Dank nochmal, Harald. Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt Nummer 5, Enquete-Kommission. Es gibt ja unterschiedliche Ideen zu einer Enquete. Insgesamt ist es schon so, dass wir langsamer aus dem Puschen kommen sollen. Es gab vereinzelte Wünsche schon vor den Wahlen, die Enquete zu setzen. Andere sagen, ist mir wurscht, mir reicht auch der Juni, aber ich bitte jetzt vielleicht erstmal um Wortmeldung zu dem Thema, falls es welche gibt. Ja, dann einigt ja, euch. Du hast jetzt die Struktur jetzt da schon vorgegeben, deswegen dachte ich, gleich, ist das eins. Wir singen zusammen. Genau. Ja. Erstmal den Grundsätzlichen haben. Also, wir haben ja in informellen Absprachen zufolge die Möglichkeit, genau eine Enquete zu bestimmen. Voraussichtlich haben wir bei einer Enquete genau einen MDL sitzen, der dann auch den Vorsitz hat, das dann auch den Vorsitz hat. Das heißt, die Enquete muss dann auch gut laufen, auch in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. Und Frank und ich und zeitweise auch einige andere haben sich also überlegt, was kann man da tun. Wir haben vor allem zusammen, obwohl wir verschiedene Ideen hatten, Privatsphäre und Mobilität eben, als zwei verschiedene Ideen, haben wir versucht, zusammen zu gucken, wie man Fehler vermeiden kann, wie man also dafür sorgen kann, dass eine Enquete auch funktioniert und nicht aufgrund der Struktur und der Arbeitsweise sozusagen zerrissen wird. Ich habe noch ein schönes Statement vorbereitet, was ich, weil es so lang ist, auch erstmal rumgeschickt habe. Ich würde ansonsten erstmal dem Frank die Möglichkeit geben, noch was zu ergänzen zum Eigentlichen, zum Termin, warum wir das heute hier behandeln.
es gibt berechtigten Interesse daran, die Enquete auch im Mai schon einzubringen. Dann hätten wir aber vor dem Antragsfreitag keine weitere Fraktionssitzung mehr. Ich sehe auch nicht die Möglichkeit, eine Sondersitzung oder sowas einzuberufen, weil da die Osterferien sind. Und auch wenn man uns beide, glaube ich, jederzeit ansprechen kann in den Osterferien. Deshalb jetzt auf der Tagesordnung. Natürlich können wir hier darüber abstimmen, ob ein späterer Zeitpunkt, Juni oder Juli, auch geht. Meiner Meinung nach ist es von der Enquete her und von der Vorgehensweise in Ordnung, wenn das auch noch vor den Sommerferien Juli eingebracht wird oder so, weil eine Enquete dauert genau 2 Jahre. Sie sollte dieses Jahr starten bis Ende des Jahres, damit sie dann nicht direkt im Vorlauf des Wahlkampfs endet, sondern davor. Das ist im Grunde, wäre dann damit soweit gegeben. So, jetzt erstmal dem Frank, vor allem auch zum Termin. Jo, ja, über die Enquete, das ist ja jetzt auch nicht, ist ja nicht neu, das Thema. Wir haben angefangen im September damit zu planen. Und ich glaube nicht, dass man die jetzt so punktgenau planen kann. Also von wegen 2 Jahre dauert sie und dann hört sie dann und dann genau in der Woche und in dem Monat auf. Ich glaube, in gut 2 Jahren im Herbst wird der Wahlkampf losgehen, weil dann kommen Aufstellungsversammlungen, lauter solche Sachen. Das heißt, wir sollten uns da nicht die Zeit mitlassen. Und Einigkeit besteht, glaube ich, dass wir vor der Sommerpause den Antrag einbringen. Und da denke ich, da wir ja auch schon so lange drüber reden, wäre der Mai der richtige. Vor allen Dingen, wenn es halt um das Kernthema geht, was ich halt vorschlagen möchte. Weil das uns halt eine im Moment dringend notwendige Aufmerksamkeit auch noch bringt, zusätzlich wie die ganze Enquete natürlich auch zum Kernthema Privatsphäre auch uns Aufmerksamkeit bringt. Deswegen, wie gesagt, wäre ich dafür, den Mai zu nehmen. Das bedeutet, Olli hat es gerade kurz angerissen, dass wir also in der nächsten Fraktionssitzung den eigentlichen Antrag verabschieden müssten. Und deswegen war heute aufgerufen, eigentlich auch schon wieder für letzte Mal, wir haben es ja schon mal verschoben, dass wir uns heute also für die Richtung, für das Thema entscheiden, damit der Antrag auch ausgearbeitet werden kann und abgestimmt werden kann in der nächsten Fraktionssitzung. Das ist der Sinn, warum wir heute darüber reden wollen. Ja. Gut, ich würde fragen, ob es erstmal zum Verfahren an sich fragen, ja. Was im Inhaltlichen vielleicht nochmal geht. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Die Fraktion fühlt sich informiert. Dann können wir das jetzt abstimmen. Ja gut, die Frage ist halt, was wir abstimmen. Es gibt jetzt ja 2 Vorschläge. Da müsste man die vorstellen. Das sind jetzt halt sehr kurzfristig heute Morgen natürlich noch PDFs mit Informationen dazu rumgegangen. Wir haben letzte und vorletzte Sitzung auch schon mal ein Pad zum Thema vernetzte Lebensräume in NRW, der Mensch und seine Privatheit in der digitalen Gesellschaft rumgeschickt. Da hat es ein paar Leute gegeben, die haben sich das angeguckt. Da steht schon sehr viel drin. Ich weiß nicht, ob das Thema, ich denke, das ist uns allen geläufig, selbst wenn heute die Vorratsdatenspeicherung vorerst gekippt wurde, bleibt einfach der Umgang mit dem Thema Daten, der Umgang mit dem Thema Privatsphäre in den nächsten Jahren ein Hauptthema, was gelöst werden muss, ein Hauptproblem, was gelöst werden muss. Nämlich wir wollen ja die ganzen Gadgets nutzen, wir wollen eine vernetzte Welt haben und wollen den Nutzen der Technik genießen, aber wir wollen auch nicht in den Überwachungsstaat abdriften. So, und dazu soll halt diese Enquete-Kommission die Grundlagen liefern. Wir wollen halt mit dem Begriff Privatheit neu, soll ich mal sagen, nicht neu definieren. Wir wollen den so machen, dass es ein Faktor wird, der berücksichtigt werden muss, so wie heute Umweltschutzkriterien berücksichtigt werden, bei neuen Projekten, bei Gesetzen und so weiter. So soll hier der Begriff Privatheit eingesetzt sein. Wir wollen die Privatsphärenfolgeabschätzung als Standard
definieren. Dafür wollen wir quer durch alle Bereiche Mobilität, Bildung, Infrastruktur, Gesundheit. Das steht alles wunderbar aufgelistet im PET, halt die einzelnen Kriterien erarbeiten. Wir wollen uns gucken, wie wirkt das alles zusammen. Nicht einfach singulär zu sagen, jetzt haben wir hier E-Call und dann muss Datenschutz gewährleistet werden, sondern wie wirkt sich das aus, wenn halt die verschiedenen Techniken zusammenkommen, wenn halt im ÖPNV eine Erkennung der Person, nicht mehr RFID-Ticket, sondern halt die Person, die das Ticket hat, erkannt wird, wie wirkt sich das mit der Überwachungskamera, die im Bus installiert ist, aus, wenn die Dinge halt zusammenkommen. Wir wollen halt die Kriterien entwickeln mit der Enquete, dass wir Privatsphäre in Zukunft einfach berücksichtigen bei allen Prozessen, die neu entwickelt werden, dass wir die Technikmöglichkeiten, das, was uns die Technik bietet, nutzen können und oder unsere Privatsphäre schützen. Und ich glaube, dass wir quer über alle Fraktionen daran gut arbeiten können, weg von irgendwelchen Verschwörungstheorien, weil Privatsphäre, das werden alle als notwendig erachten. Ich glaube, wir können uns als Piraten, weil wir mit dem Netz umgehen können, hier wunderbar einbringen. Das wird auch von uns erwartet, das gehört zu unserem Kernthemenspektrum. Und deswegen würde ich dringend dafür plädieren, dieses Thema für unsere Enquete zu nehmen. Wir werden die Grundlagen schaffen, auf die noch lange aufgebaut werden wird. Das heißt, die wirkt sicherlich über 2 Jahre hinaus. Das wäre mein Statement dazu. Oliver möchte auch noch ein Abschlussstatement abgeben und dann wollte der Grumpy noch was sagen. Dann würde ich auch gleich langsam mal Pause machen. Dankeschön. Ich versuche schnell zu machen. Also eine Enquete muss, wie eben erwähnt, weil wir ja nur einen Menschen da drin haben, im Grunde von selber laufen. Sie muss also auch durch die anderen Fraktionen und Referenten und Sachverständigen vorankommen. Und die anderen Enquetes zeigen, es ist schlecht, in einer Enquete gegen alle zu arbeiten. Aber natürlich hat man bei einer eigenen Enquete erstmal alle Karten auf der Hand und man darf sich halt nicht wegnehmen und umdeuten lassen. Das Thema muss zwar nicht unkontrovers sein, also wir müssen nicht irgendwie ein Thema einbringen, was irgendwie alle mögen, es muss nicht auf Linie sein, aber es funktioniert besonders dann gut, wenn die Sachverständigen und die Experten halt nicht relativieren oder so sagen, sondern wenn sie kompetent auf den Tisch legen, was in der Forschungsfront beziehungsweise überall in Expertenkreisen bereits etablierte Ansicht ist und vielleicht in der Politik allerdings noch ein bisschen zu gewagt oder progressiv, dann kann man erfahrungsgemäß die anderen Mitglieder in der Enquete relativ gut mitnehmen und auch überzeugen und dann auch eine langfristige Wirkung erzielen, selbst wenn man danach nicht mehr im Parlament sein sollte. Also eine Enquete wirkt auf jeden Fall nachhaltig, hat der Frank auch schon gesagt, und über die Legislaturperiode hinaus. Deshalb muss sie auch nicht früh in der Legislaturperiode stattfinden, aber halt währenddessen noch abgeschlossen werden. Meine Meinung ist, dass eine Enquete kurzfristig nicht besonders viel PR-Kraft hat, eine Enquete auch kein gutes Vehikel für PMs ist, aber langfristig halt eine gute Wirkung und dass die Medien bei einer guten Begleitung auch automatisch die Enquete und Fraktion erwähnen, wenn das entsprechende Thema bereits auf der Agenda steht. Und das sieht man an wohnungswirtschaftlicher Wandel, wo es gut funktioniert hat und bei chemischer Industrie, wo es nicht so, die Medien nicht so großes Interesse haben, weil das Thema an sich eben selten irgendwie in den Medien auftaucht. Zumindest ist das mein Eindruck. Deshalb, man kann also seine Kompetenz als Fraktion, wenn man antragstellend ist, hier besondererweise auf diesem Themengebiet gut darstellen. Das Thema der Enquete wird also als Kompetenz der Fraktion zugeschrieben und damit eignet sich ein Thema, welches dauerhaft aktuell ist und von hohem öffentlichen und politischen Interesse und in den nächsten Jahren auch immer wieder auf der Agenda steht und sehr groß auf der Agenda steht. Wir würden also damit sogar nach 2017 medial und auch politisch noch sehr oft vorkommen. Wir können also ein Thema am besten besetzen, wenn wir dazu nicht ein Alleinstellungsmerkmal haben, wenn wir bereits Kompetenz darin gezeigt haben, aber eine Verstärkung der Kompetenz lohnt und wenn andere das Thema vernachlässigt haben oder gerade nicht aktiv anpacken. Deshalb habe ich ich gehe jetzt inhaltlich nicht ganz so doll darauf ein, dass den Themenbereich ÖPV,
ÖPNV, also öffentlicher Personenverkehr, Nah- und Fernverkehr und Mobilität vorgeschlagen, weil wir in dem Themenfeld bereits aktiv Kompetenz gezeigt haben und einen riesigen Platz besetzt haben, den vor allem die Grünen durch Untätigkeit im Land gelassen haben. Und wir können da sehr gut nachhaltig Kompetenz nachlegen und hier in Expertenkreisen wie Öffentlichkeit langfristig als Fraktion und auch als Partei wahrgenommen werden. Und das Thema wird in den nächsten Jahren immer drängender. Wir würden hier für die Menschen und für ganz NRW im Land eine bedeutende Vorarbeit leisten und vielleicht viele Prozesse anstoßen, die ohne diese Enquete viel zu spät passieren würden. Das betrifft natürlich auch die Privatsphäre. Und damit meine ich vor allem auch die Beeinflussung anderer Fraktionen, aber überhaupt auch den Aufbau eines entsprechenden Handlungsdrucks für die Politik, nicht nur für diese Regierung, auch für die nächsten und tatsächlich auch für den Wahlkampf. Expertenmeinungen beim Thema Mobilität liegen in den letzten Zeit und in den letzten Anhörungen immer sehr stark auf unserer Seite, zumindest wenn sie nicht von Wirtschaftsverbänden kommen. Und wir sind hier ziemlich up-to-date. Es wäre sehr schade, hier an dieser Stelle nicht Lobbyarbeit für eine gescheite öffentliche Personenverkehrfinanzierung und eine Verkehrswende zu machen, die aus logischen Schlüssen heraus notwendig ist und eben nicht nur, weil es umweltideologisch gewünscht ist. Ich habe dazu so einen Spannungsbogen auch noch ins Pad gelegt, wo man sieht, wie wir auch von der Fraktion her jetzt sehr schön mit einer Enquete an die Vorarbeit und an die Anhörungen, die auch noch kommen, anschließen könnten. Dazu jetzt nicht ganz so viel. Wir haben einen besonderen Schwerpunkt gesetzt nach Monaten der Diskussion bei der Enquete, nämlich also beim Vorschlag der Enquete, nämlich vor allem auf die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur und vor allem dort des ÖPNV und des öffentlichen Personenverkehrs, also auch den willkürlich abgegrenzten Fernverkehr zu setzen. Mit dem Thema, denke ich, erwischen wir alle Fraktionen. Das heißt, alle Fraktionen werden dieses Thema wichtig finden und als Enquete zu behandeln auch sinnvoll. Es ist sogar sehr wichtig für alle Verkehrspolitiker. Und nur bei der Fokussierung würden die anderen wahrscheinlich anders arbeiten, aber die Fokussierung setzen wir dann an dieser Stelle und wir sagen, es geht vor allem um den öffentlichen Personenverkehr. Und der fahrscheinlose ÖPNV übrigens würde dort als zumindest als Prüfgegenstand natürlich drin sein. Und geschickterweise kann man den vor allem, wenn die anderen Fraktionen das blockieren wollten, kann man das sehr schön dort einbauen. Und ich denke, die anderen werden nicht dagegen sein, das zu behandeln. Aber man könnte das fördern, indem man ein eigenes Gutachten, in den meisten Enquetes hat jede Fraktion die Möglichkeit, ein Gutachten zu bestimmen, unser eigenes Gutachten auf diese fahrscheinlosen ÖPNV ansetzen. Natürlich lässt sich die Enquete entsprechend ausweiten. Wir hatten erst ganz breite Vorstellungen. Wir wollten alles Mögliche im Kontext von gesellschaftlichen und technologischen Wandel mit einbauen und auch autonomes Fahren, Telematik, Drohnen, Carsharing, Formen der Logistik und alles mit drin zu haben und viele zukünftige Mobilitätsszenarien, um dort Handlungsempfehlungen zur Rahmensetzung durch das Land zu kriegen. Wir werden davon sicherlich dann Teile aufnehmen in den Antrag. Also das ist sozusagen modular und vielleicht noch nicht ganz fertig. Aber ich glaube, wir werden einiges davon weglassen, damit das ganze Ding eine gewisse Tiefe erhält und dann man auch Handlungsempfehlungen nachher hat, die mehr sind und besser sind als das, was vielleicht von irgendwelchen Kommissionen derzeit vorliegt. So, wir haben beide Sachen einen Realitätscheck unterworfen, ob das Ding überhaupt funktioniert, ob es sicher davor ist, dass andere Fraktionen es kapern, uminterpretieren oder etwas ganz anderes im Bericht schreiben, ob sich Sachverständige finden lassen und Anhörungen durchführbar sind. Bei ÖPNV sehen wir bei den Sachverständigen wenig Probleme, dort gibt es sehr viele Leute und wir haben auch schon mit einigen gesprochen, natürlich nur ganz dezent, was Enquete betrifft, aber die auch in Frage kämen, auch als dauerhafte Sachverständige. Und sehr wichtig, das ist mein letzter Satz, sehr wichtig ist bei einer Enquete die Zusammenarbeit auf Referentenebene. Und da sehen wir beim Mobilitätsthema gute Chancen, dass alle Fraktionen frische, engagierte Referenten haben, weil es ein attraktives Thema ist und somit wir ein Thema vorantreiben und nicht auf irgendwelchen Positionen verharren, wie es gegebenenfalls bei manchen Enquetes auch schon mal passiert ist. Das dazu. So. Vielen Dank. Das war jetzt gehört zur Form. Dann habe ich Wortmeldung. Als erstes der Grumpy. Nicht mehr nötig. Dann der Joachim. Ja, ich wollte nur kurz anfügen, dass ich da auch in den Themen Chancen sehe und mich selber auch inhaltlich noch einbringen möchte, insbesondere was den Bereich Privatsphäre betrifft.
Gibt es durchaus die Möglichkeit, die anderen Fraktionen da auch ein bisschen zu fordern? Nicht in dem Sinne, dass man etwas nicht Gemeinsames macht, aber ich möchte in dem Zusammenhang nur an ein piratiges Alleinstellungsmerkmal erinnern, das mir nochmal richtig deutlich aufgeploppt ist auf der Open Mind 2012, wo nämlich ein gewisser Jürgen Geuter, Nickname Tante, einen höchst interessanten Vortrag gehalten hat, in dem ein neuer Begriff drin auftauchte, nämlich das Recht auf digitale Unversehrtheit der Person, also das, was deine digitalen Verlängerungen deiner Netzaktivitäten angeht. Und ich denke, das ist ein klasse Punkt, womit man die anderen ein bisschen fordern kann. Kai? Ja, also vielen Dank für die Ausführungen. Oliver sagte dankenswerterweise gerade noch, dass die Zusammenarbeit auf der Referentenebene in der Enquete sehr wichtig ist. Ich möchte da auf einen Aspekt hinweisen. Der Erfolg einer Enquete steht und fällt nicht mit dem Thema, sondern mit den Playern. Die Player sind ganz entscheidend in dem Spiel der Enquete. Es macht also überhaupt keinen Sinn, irgendwie mit einer Haltung da reinzugehen, wir setzen da unser Thema durch, sondern im Gegenteil, es geht darum, diplomatisch zu sein, es geht darum, sich anpassen zu können in der Enquete und das Thema trotzdem zu beschützen dabei. Ich glaube, dass das extrem von Personen abhängig ist. Es ist extrem von den Leuten abhängig, die das machen für uns. Und es ist aber auch extrem abhängig davon, welche Leute das auf der anderen Seite sind. Also ich habe jetzt zu Enquetes unterschiedliche Dinge gehört. Ich kann sagen, in meiner Enquete läuft das meistens. Es gibt da auch die eine oder andere Hürde. Aber da läuft die Zusammenarbeit. Und deswegen läuft das, auch wenn es da, Andreas, glaube ich, hier, ne, wenn es da durchaus Kritik gibt, relativ gut. Ich habe aber auch schon gehört, dass das deutlich anders läuft. Und das hängt entscheidend mit den Personen zusammen. Das möchte ich nur zu bedenken geben. Der Daniel. Ja, danke schön für die Vorstellung. Ich habe eigentlich nur zwei, drei Fragen. Also zum einen möchte ich das oder an die Frage mit den Personen im Prinzip abgleichen oder anknüpfen. Entscheiden wir uns in dem Moment, wenn wir uns für eine dieser beiden Enquetes entscheiden, jeweils auch für die handelnden Personen, sprich seid ihr die Köpfe dieser jeweiligen Enquete-Kommission? Und wenn ja, wie wirkt sich das auf eure sonstige Arbeit aus? Ist das zu gewährleisten oder wäre da in Konsequenz mit einer Veränderung auch zu rechnen? Das frage ich jetzt einfach mal. Das ist ja vielleicht auch in der gesamten Diskussion ganz interessant. Und dann würde mich noch interessieren, inwieweit wir als Fraktion in so eine Entscheidung auch die Basis mit einbeziehen wollen. Also zum Beispiel so den Landesverband mal fragen, was sich der Landesverband so vorstellen könnte. Das ist ja ein besonderes Mittel, was wir hier zur Verfügung haben, so eine entsprechende Enquete-Kommission einzurichten. Und ich persönlich fände es halt ganz schön, wenn wir das auch in Zusammenarbeit mit der Basis machen würden. Und wenn wir dann einmal eine Enquete-Kommission haben, da natürlich auch eine entsprechende Rückkopplung zur Basis erfolgt. Davon gehe ich jetzt aber einfach mal automatisch aus. Also die Fragestellung hier im Prinzip an die gesamte Fraktion ist, ob wir da in irgendeiner geeigneten Form eine Abfrage bei der Basis machen wollen, Input einholen wollen, welche Möglichkeiten der Landesverband im Prinzip sieht, Enquete-Kommissionen hier einzurichten, welche Themenvorschläge es da gibt und für welches Thema wir uns dann möglicherweise auch entscheiden wollen. Mögt ihr antworten, bitte? Zunächst zum Landesverband. Wir haben ja ursprünglich hier den Vorschlag gehabt, den ich damals gemacht habe, dass wir das ganz breit aufstellen und mit der Partei zusammen besprechen. Es gab aber Rückmeldungen, dass wir natürlich hier in der Fraktion das Thema auch umsetzen müssen. Das heißt, es bringt nichts, wenn nachher ein Vorschlag kommt, wo wir hier keinen haben, der dafür brennt und das machen möchte. Insofern war die zweite Sache, die im Grunde dann auch im September oder im Oktober letzten Jahres die Idee war, mehrere Vorschläge zu haben.
und die dann zur Diskussion zu stellen, das können wir tun. Dann müssten wir uns aber heute im Grunde dafür entscheiden, dass es mit Mai nicht klappt. Das können wir sogar sehr gerne tun, aber halt, das wäre dann die Konsequenz, dass wir dann eher sogar Juli anpeilen müssten, dann allerdings natürlich auch einen Plan haben müssten, wie wir die Einbindung gut vornehmen. Zur Arbeitsbelastung, es gibt natürlich immer Arbeitsbelastung, die ist nervig und die mag man nicht und die stresst einen deshalb besonders. Und es gibt Arbeitsbelastung, die will man gerne haben, weil sie das ist, was man eigentlich machen möchte und was man auch sehr gerne machen möchte und wo man gerne sich auch voll reinhängen möchte. Bei mir persönlich würde ich mich für die Enquete auch hier bewerben, wenn es Mobilität und ÖPV wird. Und würde mich da sehr gerne reinhängen, ob es dann natürlich von der Praxis her so aussieht, dass alles genau gleich also beschickt wird. Das ist dann eine andere Sache. Aber wie gesagt, es ist eine positive Arbeitsbelastung, würde ich es zumindest empfinden. Das habe ich auch bei meinem Ausschuss in vielen Dingen so. Ich würde die Vorstandsarbeit eher als stressige Arbeitsbelastung sehen, die man halt macht, weil es Pflicht ist. Jetzt eine Enquete sein zu lassen, weil man gerade so viel im Vorstand zu tun hat, fände ich für mich persönlich eine ziemlich blöde Idee. Dann würde ich lieber den Vorstand sein lassen. Ich glaube aber, dass man das so entsprechend auch irgendwie schieben kann. Also ich lasse natürlich lieber die, für mich persönlich lieber die Dinge mit, die mir Kopfzerbrechen bereiten. Natürlich weiß ich, dass eine Enquete auch Kopfzerbrechen bereiten kann. Ne? Also so ist es nicht. Frank? Ja, um da direkt anzuschließen, also es gibt Arbeitsbelastung und Arbeitsbelastung. Die ist sicherlich verbunden mit so einer Enquete. Mit dem Herzensthema geht das einfacher. Und das ist das bei mir, ganz klar, die Privatsphäre in der vernetzten Welt, die Privatsphäre in der Zukunft, das ist das Thema, was ich für extrem wichtig halte, was ich gerne auch betreuen möchte. Da würde ich, also ich bewerbe mich dann natürlich auch, hier diese Enquete zu betreuen. Entscheidend tut ihr das dann. Was die Einbeziehung der Basis angeht, hat Oliver gerade schon gesagt, das Hauptthema oder das Grundthema abstimmen zu lassen. Es muss tatsächlich dann hier jemand sein, der das auch betreut. Insofern könnte man jetzt hier vielleicht gerade mal Daumen hoch, Daumen runter oder die Auswahl zwischen den beiden vielleicht noch befragen. Das kann man ja auch relativ schnell machen. Ich glaube, dass die Enquete Privatsphäre, ich sage jetzt mal abgekürzt, nenne ich jetzt mal abgekürzt so, weil es ein Querschnittsthema ist, sehr, sehr viel Rückkopplungsmöglichkeiten bietet, sehr viel Mitmachmöglichkeiten, weil es letztendlich alle Bereiche betrifft, von Gesundheit über Verbraucher, über Technik, Wirtschaft, alles Mögliche. Insofern denke ich mal, dass es ja auch in der Arbeit mit der Partei sehr viele Rückkopplungsmöglichkeiten gibt. Jetzt hat Joachim eben was gesagt, auch mit den anderen Fraktionen. Ich glaube schon, dass Privatsphäre auch ein Thema ist, was letztendlich jeden betrifft. Wir haben da nicht eine ideologische Brille auf. Auch in der Diskussion sehe ich das nicht. Und gerade deswegen, glaube ich, ist es halt so wichtig, dass wir das machen, dass es nicht jemand anders macht, weil es wird dann halt insgesamt mit uns verbunden werden. Und das fände ich für die Zukunft und für die Bücher, die geschrieben werden, schon eine sehr gute Geschichte. Weitere Fragen? Die Moni noch, und dann würde ich das gerne abstimmen, um dann schnell eine Pause zu machen, um dann zur Präsentation zu kommen. Ja, ich bin ja die mit den Vorschlägen. Ich würde vorschlagen, ihr gebt diese Texte raus. Ich denke, die sind ja nicht irgendwie geheim.
und dass wir zumindest eine Mammelsitzung dazu machen, wie wir eine Fraktionssitzung machen, dass wir da frühzeitig für einladen, dass sich jeder daran beteiligen kann und dass wir das da dann diskutieren und dann auch entsprechend abstimmen. Aber ich glaube, so haben wir zumindest jedem die Chance gegeben, da drauf zu gucken und sich da an dem Thema zu beteiligen. Frank, du hast den Hut auf für die Mammelsitzung? Oder? Ja, von mir aus auch das. Oder du, Daniel, du machst das doch gerne. Du hast dich gerade gemeldet. Für die Mumble-Sitzung. Ja, ich setze einen Mumble-Server auf. Okay. Nein, weil jetzt, es hieß immer mal Mai, nicht Mai und solche Sachen. Wir haben noch ein bisschen hin. Ich würde es sehr gerne sehen, dass wir nicht, weil wir jetzt noch eine Mumble-Sitzung machen, das Thema zu weit nach hinten drücken. Ich fände es einfach blöd, im Juni zu machen, kurz nach der Wahl. Ich fände ganz großartig, wenn wir vor der Wahl schon sagen könnten, wir haben uns entschieden, hier ist unser Antrag, hier ist unser Thema, was wir die nächsten zwei Jahre bearbeiten. Das fände ich einfach einen wichtigen Punkt und das sollten wir jetzt nicht einfach so verschleudern. Insofern, Mammeltermin recht kurzfristig, wer auch immer das macht. Ich mache es von mir aus auch gerne. Ja. Ihr könnt die Texte auch, beziehungsweise die sind ja vorhanden und dann das abfragen. Also, aber es reicht doch kurz. Ich wollte nur sagen, also die Frage ist, wann eine Entscheidung zur entsprechenden Richtung getroffen wird. Macht man das praktisch sozusagen am 2. Mai, das ist ein Brückentag, Antragsfreitag, da werden wir eher eine Mammelsitzung haben, beziehungsweise kurz vorher, wobei kurz vorher wir die Klausur haben, das heißt nach den Osterferien, kurz vorher wäre nur noch der Feiertag oder der Mittwoch möglich. Macht man das an dem zum Beispiel an diesem Mittwoch dann eine Mammelsitzung extra dafür. Dann allerdings haben wir natürlich das Problem in Anführungsstrichen, es ist kein richtiges Problem, aber es ist Zusatzaufwand, dass wir eine Richtungsentscheidung erst dann treffen oder eine Entscheidung zwischen den beiden erst dann treffen und eigentlich finde ich es ja gut, wenn wir zwei Möglichkeiten haben. Wenn wir bereits den Antrag komplett fertig haben müssen, schriftlich, das ist eine Sache, der ist natürlich aufwendiger als ein normaler Antrag. Und zweitens aber auch schon natürlich die entsprechenden Leute abtelefoniert haben müssen, sollten, bevor wir die Enquete einbringen, dass wir die Enquete vorhaben. Wenn wir allerdings die Leute anrufen, ohne vorher zu wissen, ob wir es denn wirklich vorhaben, sondern nur sagen, es ist eine von zwei Möglichkeiten, ist das schon ein Aufwand, den man zwar machen kann, den man aber auch vermeiden kann, wenn man da sagt, okay, wir haben zwischen der Entscheidung und dem Einbringen des Antrags ein bisschen Zeit. Verstehe ich euch richtig, dass ihr jetzt eine Abstimmung wollt? Ich würde ansonsten vor allem eine Abstimmung haben wollen, ob der Mai ob das wirklich Mai sein muss, dann müssen wir so verfahren, dann haben wir halt keine andere Möglichkeit. Ansonsten, wenn wir natürlich den Juni hätten oder sowas, dann könnte man natürlich mit dieser Mumble-Sitzung könnte man entsprechend aufspielen und nach noch sozusagen die Runde machen. Ja, ich fürchte, dass, also wenn wir das mit irgendwie Basisbeteiligung, wie Moni das zum Beispiel vorgeschlagen hat, innerhalb von Mumble machen wollen, dann wird es halt mit Mai nicht funktionieren. Ich würde diese Kröte allerdings gerne schlucken und gerne da so eine Mumble-Diskussion oder sowas machen. Vielleicht kommt ja auch noch irgendwo ein guter Input von außen oder eine andere Idee oder dergleichen und dann können wir wirklich eine sinnvolle Entscheidung irgendwann dann im Mai in einem offiziellen Fraktionsmumble treffen. Also lass uns da irgendwie einen Termin für finden, irgendwann im Mai und das dann abschließend beraten. Im Vorfeld das einmal auch nach außen zu kommunizieren, schon frühzeitig, dass da halt eine Mumble-Sitzung stattfindet, dass wir eine Enquete-Kommission und so weiter dann eben beantragen wollen. Und ich glaube dann ist das ganz gut. Wir haben zwei fundierte Themen da schon mit drin, über die kann man, glaube ich, gut beraten. Die sind auch beide, glaube ich, in Ordnung. Also ich würde im Prinzip beiden zustimmen, ne, dass wir die machen können. Für welche könnte ich mich jetzt im Moment selber auch noch gar nicht recht entscheiden. Also da würde mich tatsächlich einfach auch noch so ein bisschen ein paar Stimmen dann auch von außen interessieren. Ich würde mich da dem Daniel anschließen wollen. Ich stelle mir auch die Frage, so eine Riesenwelle schlägt das so eine Enquete-Kommission auch nicht, dass in allen Zeitungen steht, Piraten machen Enquete und so. Also inwieweit ist es für die Kommunalwahl so zwingend wichtig? Ich würde auch sagen, dann wird es eben der Juni.
Das ist nicht tragisch und ich würde mich im Moment auch enthalten, weil ich mich da nicht tief genug irgendwie informiert fühle. Und Frank noch und dann... Ja, also neben der Kommunalwahl wollte ich auch nochmal die Europawahl erinnern, die ja zeitgleich stattfindet und ich glaube auch noch einen ganz guten Einfluss hat. Wir können auch die Pressemitteilung raussuchen, die es zu den letzten Enquete-Kommissionen gegeben hat. Das stand da schon irgendwie drin. Aber das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Baustein. Aber grundsätzlich hätte ich gerne nur noch mal die Frage beantwortet, eine Mumble-Sitzung nächste Woche zum Beispiel, oder wie lange Vorlauf soll die denn haben und wie wäre dann der Entscheidungsprozess, wenn wir so eine Mumble-Sitzung gehabt haben? Das heißt, die Fraktion muss ja, oder soll die Fraktion sich entscheiden zu dem Thema, in welchem Rahmen soll die Fraktion das machen? Reicht da ein Umlaufbeschluss? Können wir das vielleicht abstimmen? Und ein Umlaufbeschluss in der sitzungsfreien Zeit, wäre der dann gestattet? Weil durchaus möglich wäre ja eine Mumble-Sitzung für Ende nächster Woche anzuberaumen, glaube ich. Oliver, vielleicht noch ein konstruktiver Vorschlag. Vorschlag, zum Ende den, tatsächlich die Mumble-Sitzung für kurz nach den Osterferien, den Mittwochabend, ich habe jetzt selber gar nicht geguckt, ob ich kann, aber den Mittwochabend vorzuschlagen. Ansonsten, wenn das jetzt nicht durchgeht, hätten wir ansonsten die Möglichkeit, also das wäre der 30. April, das war eben der Vorschlag, den im Grunde Moni gemacht hat, ohne es zu wissen, dass sie den 30. April genannt hat, für den 30. April vorzuschlagen. Und wenn das jetzt nicht durchgeht, dann müssten wir uns nochmal über einen Termin unterhalten. Gut, ist aber erstmal grob gesetzt und ich würde jetzt an dem Punkt erstmal den Tagesordnungspunkt beenden. Letztendlich muss sich die Fraktion entscheiden, welche Enquete sie macht, aber das unter Beteiligung in der Diskussion mit der Basis kann ja durchaus sinnvoll sein. Wer setzt denn du, machst du nochmal Mail irgendwie mit Vorschlag 30. April Mumble oder? Da stimmen wir jetzt hier ab. Oder stimmen wir das jetzt hier ab? Genau. Ich würde es jetzt abstimmen, damit das klar ist. Mittwoch, 30. April. Dann abends natürlich. Ich bin dafür, dass wir den Termin jetzt hier direkt abstimmen. Ich glaube aber, dass der 30. April kein sinnvoller Termin ist. Ja, wir haben davor die 2 Wochen sitzungsfreie Zeit. Wir haben dann 2 Tage lang die Gesamtfraktionsklausur. Also wir können den 30.04. nehmen. Ich bin mir sicher, dass längst nicht alle Abgeordneten da sein werden bei diesem Fraktionsmammel. Das ist halt meine Erfahrung. Dann mit solchen Terminen, die Lust ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß und sowas alles. Lass uns das nochmal dann eine Woche schieben. Die frisst kein Brot, die Woche dann. Ja, ich bin dafür tatsächlich dann eben einen Termin in der ersten vollen Maiwoche sozusagen zu nehmen. Wann ist mir da relativ egal? Ja, das wäre dann genau eine Woche später, zum Beispiel der 7. Mai. Dann meinetwegen am 7. Mai. Grumpy? Ich würde sagen, wir machen dann jetzt Approval auf den einzelnen Tag, weil ich sehe es ein bisschen anders als Daniel. Von daher würde ich direkt beide Termine jetzt so hinstellen, abstimmen und dann können wir uns halt... Gut, also alle Kalender auf. Wir machen jetzt eine Approval-Abfrage bezüglich des Termins zum Mumble, bezüglich der Entscheidung, welche Enquete wir machen. Wer kann sich vorstellen, am 30. April abends eine Mumble-Sitzung dazu zu machen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Heißt ja 7 oder 8, das ist ja wurscht. Soll ich für 7 oder 8 einladen? Sag ich dir gleich 7. Ja, ich auch. Ich bin auch beim Tanz im Mai. Ich tanze im Mai. Ja, aber doch nicht um 7 Uhr abends. Also okay, wer kann sich vorstellen, am 7. Mai 19 Uhr zu mummeln? Frank hat einen Einwand.
Entschuldigung, da steht zum Beispiel 7. Mai. Wir haben am 7. Mai, habe ich die Vorstellung unseres Bürgermeisterkandidaten in Rating. Da wäre ich nicht da abends. Oder ich deshalb machen wir gerade Probe. Also 5. Mai. Mach ich jetzt. Du schließt auf 5. Mai. Okay, dann erweitern wir das Ganze auf 3 Termine. Wer kann sich vorstellen, am 5. Mai? Am 5. Mai ist das Regio Mumble NRW. Ich wollte eigentlich gerade raus. Hallo, können wir uns noch mal bitte kurz konzentrieren? Also es geht jetzt erstmal um den 5. Mai, das ist der Montag, 19 Uhr. Und dann haben wir als drittes noch den 7. Mai, das ist der Mittwoch um 19 Uhr. So, ich stelle fest, dass die meisten am 30. April können und da bei denen, die da können, sind auch beide Antragsteller. Deshalb machen wir die Mumble-Sitzung jetzt am 30. April um 19 Uhr und wir beenden damit das Thema und machen jetzt eine Pause bis 12.15 Uhr und dann kommt die Vorstellung. Oder wollt ihr nur 10? Ja.